zähle einfach mal für mich selber runter. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, schön, dass Sie heute da sind. Zum dritten Mal Code Bavaria oder Bavaria, je nachdem, wie wir es machen, mit dem dieses, ja, ich kann es einfach noch sagen, junge Staatsministerium für Digitales Ihnen das Internet ein bisschen näher bringen will und möchte Themen setzen, möchte Themen diskutieren und möchte Ihnen auch ambitionierte und wirklich smarte Projekte heute Abend vorstellen. Das freue ich mich, dass Sie alle gekommen sind. Ja, quasi die Welt soll besser werden durch diese Projekte. Irgendjemand hat mal gesagt, Vorstufe zum Paradies. Ich weiß auch nicht mehr, wer jetzt genau war. Dieses Thema ist auf jeden Fall ein großes, was wir heute diskutieren werden, nämlich digitale Teilhabe. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist Teilhabe? Teilhabe bedeutet erstmal, jeder soll an allen Angeboten und an aller Infrastruktur wirklich teilnehmen können, muss Zugang zur Gesellschaft haben. Und speziell digitale Teilhabe heißt, jeder soll teilnehmen an der Digitalisierung, soll keine Berührungsängste haben, soll sich mitgenommen fühlen und vor allen Dingen davon profitieren. Und darüber werden wir heute ganz ausführlich sprechen. Es ist ja ein Thema, was sehr, sehr viele Facetten hat. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich einen mehrtägigen Workshop anbieten. Aber ich glaube, so viel Zeit hat Frau Gerlach halt leider nicht. Jetzt möchte ich erstmal Servus sagen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich schaue jetzt mal in die Kamera. Vielleicht können Sie alle auch mal darüber schauen. Und allen Zuschauerinnen und Zuschauern kurz winken, die beim Livestream dabei sind. Ihr seht fantastisch aus, also die, die hier winken. Und Sie können diesen Livestream natürlich dann auch gerne über bayern.de abrufen und an Freundinnen und Freunde des Hauses weiterempfehlen. Das wäre sehr schön. Und damit Sie zu Hause da verstehen, wo wir jetzt uns hier gerade befinden, das hier ist das Munich Urban Co-Lab. Das erkläre ich jetzt extra in die Kamera, weil Sie haben ja den Weg hierher gefunden, die Sie hier sind. Das Munich Urban Co-Lab ist ein interdisziplinärer Ort, wo es viele Ideen entstehen sollen. Und es ist ein Projekt von Unternehmertum, also von der TU München und von der Stadt München. Ist sehr ziemlich urfesch hier, könnte man sagen. Und hat sich einen guten Slogan gewählt, nämlich One Space, Many Minds and Infinite Ideas. Also ein Ort mit vielen Menschen und vielen Ideen. Und das passt eigentlich, finde ich, ganz gut zum Digitalgipfel und zu allen, die heute hier auftreten werden. Viele Leute, da erschrecken jetzt aber einige auch hier, darum sage ich es Ihnen zu Hause, die Sie zuschauen, viele Leute und Corona, hier ist alles 3G+, das heißt, alle sind entweder genesen, getestet, PCR getestet oder sind geimpft worden. Ich habe sogar beides gemacht und deswegen freue ich mich jetzt auch, dass ich ohne Mundschutz oder weitere Sicherheitsvorkehrungen unsere Gastgeberin begrüßen darf, die Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach. Bitte kommen Sie hoch. Da. Man hält aber automatisch Abstand schon, gell? Irgendwie ja, so ein irgendwie bisschen. Schon. Man ist es so gewohnt. Aber ja, ich habe ein, zwei gesehen, wo ich so sofort den Impuls hatte, ich muss die drücken, ja? Und dann denkt man, ah, Corona, aber wir sind ja getestet und wir sind geimpft und alles drum dran. Also es ist noch eine Situation, an die man sich gewöhnen muss, glaube ich. Aber ich finde es toll, dass wir nicht nur virtuell sind. Und das sage ich selbst als Digitalministerin, weil so ein bisschen leid ist man natürlich schon, immer nur in die Kamera zu schauen, immer nur in den großen Bildschirm. Und heute natürlich hybrid, das finde ich toll, weil mehr einfach teilnehmen können, aber eben auch ein gewisses Publikum da ist, dass man in die Gesichter schauen kann. Und das finde ich immer besonders spannend und besonders schön und freue mich heute, dass wir das hybrid abhalten können. Ja, und ich freue mich, dass auch so viele Leute gekommen sind, weil heute wurden ja einige vom Winde verweht. Ich glaube, das war alles gar nicht so einfach. Insofern nochmal vielen herzlichen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Frau Gerlach, digitale Teilhabe, das klingt erstmal so ein bisschen sperrig. Warum haben Sie dieses Thema gewählt? Wir haben das Thema nicht nur für jetzt die Code Bavaria gewählt, sondern schon für das komplette Jahr, weil uns aufgefallen ist in den ersten Monaten von Corona, wie wichtig das Thema Digitalisierung für uns alle geworden ist. Im sehr Positiven, was das Berufliche anbelangt, Homeoffice, aber auch das Persönliche. Meine Eltern, glaube ich, hätten wochenlang ihre Enkel nicht mehr gesehen, wenn wir die Videokonferenz nicht gehabt hätten, ja, und schnell mal FaceTime machen konnten oder so. Also es hatte große Vorteile. Wir diskutieren aber immer sehr viel über Infrastruktur. Und das ist natürlich das A und O, das ist die Grundlage. Ohne eine digitale Infrastruktur ist nichts anderes möglich. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich Gedanken machen, sind denn alle Menschen dabei? Also bei allem, bei aller Diskussion über Hightech, Quantencomputing, Breitbandausbau, muss man sich schon überlegen, partizipiert jeder davon? Denken wir denn alle Menschen mit bei diesem Thema? Und deswegen haben wir gesagt, digitale Teilhabe ist für uns extrem wichtig, hat uns auch in Corona gezeigt, was für einen Stellenwert das hat, weil digitale Teilhabe irgendwo mittlerweile auch schon was mit sozialer Teilhabe zu tun hat.
Ich bin bei vielen Sachen ausgeschlossen, wenn ich mit der digitalen Welt nicht klarkomme oder sie mir versperrt ist, weil Barrieren aufgebaut wurden. Und deswegen haben wir das zum Thema gemacht. Ja, es sind ja viele gesellschaftliche Gruppen, über die man da sprechen kann, zum Beispiel Seniorinnen, Senioren. Ich weiß noch, wie meine Eltern schockiert waren, als die lokale Bankfiliale geschlossen hat. Und dann ging es ja noch einen Schritt weiter. Dann hat man nicht ja nur die Plastikkarte gehabt, sondern Online-Banking. Es hat natürlich die Dimension der Bildung. Also wer kann sich so ein Endgerät auch leisten? Wie setzen wir denn heute hier die Schwerpunkte? Ja, die sind auf der einen Seite natürlich sehr in Richtung Alltagsdigitalisierung. Also wie kann Digitalisierung dazu führen, dass möglichst alle Menschen etwas davon haben? Wo haben sie einen Nutzen? Nicht einfach nur Digitalisierung einzusetzen, weil es jetzt halt modern ist und wir es tun müssen, dass es halt sozusagen als Selbstzweck organisiert ist, sondern wie können wir die Möglichkeiten der Digitalisierung möglichst vielen Menschen auch hinführen und denen zunutze machen. Und dabei auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand werfen. Ich sehe Ludwig von Bayern, also nicht nur nach Bayern zu schauen, nicht nur nach Deutschland zu schauen, sondern darüber hinaus zu gucken, wie machen das denn andere Länder? Entwicklungshilfe 2.0 vielleicht so als Stichpunkt. Wie ist es denn möglich, auch in anderen Ländern Digitalisierung zum Nutzen der Menschen zu implementieren? Und auf der zweiten Seite geht es wirklich darum, digitale Barrierefreiheit zu schaffen. Also zum einen zu gucken, haben wir Barrieren im digitalen Bereich, die wir wegschaffen müssen? Und zum anderen, wie können wir aber Digitalisierung nutzen, um Barrieren abzureißen, um gewisse Einschränkungen zu kompensieren durch digitale Tools? Das heißt, wir sehen schon da auch wieder, es gibt ganz, ganz viele Baustellen. Wir könnten wirklich einen Workshop von einer Woche hier machen, um alle gesellschaftlichen Gruppen auch abzudecken. Das heißt, das Ganze ist auch eine Mammutaufgabe. Jetzt ist es ja ein schwieriger Job, den Sie haben, jetzt Staatsministerium für Digitales. Können Sie diese Aufgabe allein bewältigen? Jetzt nur, was Bayern angeht. Also wir haben jetzt heute auch für die Veranstaltung nicht den Anspruch, das erschöpfend zu besprechen oder dass es damit erledigt wäre. Wir wollen heute eigentlich so ein bisschen ankitzeln durch die Menschen, die da sind, die zu uns sprechen, durch die verschiedenen Projekte, die wir auch vorstellen, die ein bisschen in die Breite zu bringen und zu zeigen, was alles möglich ist und vielleicht auch dem einen oder anderen Lust zu machen, da mitzumachen und sich mehr bei diesem Thema zu engagieren. Das ist das eine. Das andere ist, nein, natürlich können wir es nicht alleine machen. Wir sind ein Querschnittsministerium. Digitalisierung geht in alle Lebensbereiche rein. Das heißt, für uns ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass alle Lebensbereiche auch offen sind für uns, dass wir zu anderen, zu anderen Ressorts gehen können, zu anderen Ministerien und sagen können, was haltet ihr von der Idee? Wollen wir dort digitale Tools bei euch einsetzen? Und da sind sehr viele sehr offen. Ich kann das Beispiel vielleicht, was jetzt dazu passt, mit der Nina Trautner, unserer Sozialministerin, nennen. Wir zwei sind sehr engagiert unterwegs, was zum Beispiel auch Ehrenamt und Digitalisierung anbelangt und helfen Vereinen in der digitalen Welt, sich besser aufzustellen, machen dort Beratungsformate, aber auch was die digitale Barrierefreiheit zum Beispiel anbelangt oder die Seniorinnen und Senioren, Sie haben es angesprochen, ganz wichtiges Thema, weil es dort eben auch nicht selbstverständlich ist, dass sie in der digitalen Welt ohne weiteres umgehen können oder sich bewegen können. Es aber gerade für sie, gerade auch in der Corona-Pandemie, so wichtig war, sich da auszukennen und einen Schritt nach dem anderen zu tun und da mehr Formate zu machen, die wir zum Beispiel mit Mehrgenerationenhäusern mittlerweile schon auf den Weg gebracht haben. Das ist ganz wichtig für die Zukunft und das wird auch wichtig bleiben. Ja, also ich freue mich. Viele interessante Menschen und Projekte werden wir heute hier empfangen. Und bevor wir aber loslegen, gleich haben wir noch jemanden, der Sie gern begrüßen würde. Deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir hier den Screen frei für den Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Ein herzliches Willkommen und grüß Gott zum Digitalgipfel. Ja, Digitalisierung ist die breiteste Form der gesellschaftlichen Veränderung, die wir seit der Industrialisierung erleben. Den meisten ist es noch gar nicht ganz klar, was und in welcher Geschwindigkeit sich das verändert. Jeder hat sein iPhone, nimmt es ganz selbstverständlich hin, ohne wirklich zu reflektieren, was auf einem normalen iPhone eine deutlich höhere Rechenleistung ist, als die Rechenleistung, die man gebraucht hat, um damals mit Apollo 11 zum Mond zu fliegen. Die Veränderungen der Digitalisierung sind genauso schnell wie die Digitalisierung selbst. Leise, lautlos und unglaublich schnell. Die Wahrheit ist, sie ist die entscheidende Frage, wie wir zukünftig wirtschaftlich erfolgreich sind, aber wie wir auch gesellschaftlich Transparenz arbeiten. Wirtschaftlich ist es ganz einfach. Bayern ist super, was die Themen der Spitzendigitalisierung betrifft. Wir investieren in künstliche Intelligenz und Quantencomputing wie kaum ein Land. 100 Lehrstühle für KI werden über ganz Bayern in einem insgesamt KI-Netzwerk für den KI-District Bayern auf den Weg gebracht bis 2023. Kein Bundesland macht so viel und so schnell in der Frage wie wir. Wir verbinden es mit Quanten,
Computing, stellen die ersten Quantencomputer dann her, machen völlig neue Dimensionen des Quantencomputings. Man kann es vielleicht so sagen, wir haben jetzt schon mit den schnellsten Computerrechner mit in Europa, mit dem SuperMOOC in München bzw. in Garching. Und der, der einer der schnellsten ist, hat eine Rechenleistung im Vergleich zum Quantencomputer, der sich in Jahren bemisst, der Geschwindigkeit, was der Quantencomputer schneller machen kann. Also der Teil läuft gut. Die Alltagsdigitalisierung nicht so gut. Wir haben dringend Verbesserungsbedarf mit Digitalisierung in der Schule, Digitalisierung in der Verwaltung. Einfachste Prozesse fallen so unglaublich schwer. Wenn wir da nicht einen revolutionären Akt planen, gesetzlich, aber auch administrativ, dann geht es nicht voran. Ich bin dazu bereit. Ich werde bald mit all unseren Ministerien darüber reden, wie wir diese Alltagsdigitalisierung grundlegend beschleunigen, verbessern können und auf die Augenhöhe der Digitalisierung anderer Länder und der Welt bringen können. Und letztlich ist Digitalisierung aber auch ein gesellschaftlich-politisch wichtiges Thema. Wir haben es gemerkt. Gerade kleinere, manchmal auch radikalere Gruppen, bis hin zu Querdenkern, nutzen diese Plattformen, um alles Mögliche zu verbreiten, nur nicht transparente Wahrheit. Und deswegen braucht es auch eine andere Form von Diskurs, von Qualität und Niveau des Miteinanders in einer modernen, freiheitlichen Demokratie, dass die digitale Kommunikation nicht am Ende weniger Transparenz, Fake News produziert und sogar zu einem störenden und dystopischen Ansatz von moderner Demokratie führt. Also eine Menge zu tun, eine Menge zu besprechen. Das machen Sie jetzt gemeinsam. Viel, viel Erfolg, alles, alles Gute und viel Freude dabei. Ja, Dr. Markus Söder, und Alltagsdigitalisierung ist ja ein gutes Stichwort. Das geht uns alle an, der Alltag. Aber wenn wir Alltag sagen, denkt jeder, er weiß sofort Bescheid, was es heißt. Ja. Dabei sieht der Alltag für jeden ein bisschen anders aus. Was aber wir gemeinsam haben, vielleicht nicht Sie speziell, ich denke mal, Sie kennen sich alle aus mit der Digitalisierung und diesen ganzen Technologien, aber viele haben da doch Berührungsängste und viele haben Angst, sich mit dieser Technik zu konfrontieren. Da herrscht auch ganz schön viel Misstrauen. Und das heißt, es braucht, um diese Berührungsängste abzubauen, immer wieder Avantgardisten, immer wieder Pionierinnen, Pioniere, die uns diesen Weg ebnen und diese unbekannten Pfade erstmal für uns austreten. Und deswegen freuen Sie sich jetzt bitte mit mir auf einen Mann, der UNICEF-Mutmacher ist, der Buchautor ist, der viele Vorträge hält, der ein begnadeter Speaker ist und ein Mann, der jeden Tag für sich, über sich hinaus wächst, aber auch für uns dasselbe tut und der sich damit immer wieder auf die Überholspur begibt. Geht nicht, gibt's nicht, sagt Janis McDavid. Mir bedeutet das Projekt total viel. Endlich, wo ich als Junge schon immer dachte, boah, einmal im Rennwagen sitzen, einmal richtig Gas geben mit dem Auto, einmal mich einfach ja, unbegrenzt fühlen. Wie können wir unser Leben eigentlich so leben, dass wir uns nicht selber einschränken? Das ist, glaube ich, das, was wir mit diesem Projekt jetzt zeigen können. Hey, es ist unheimlich viel möglich, wenn wir uns es selber zutrauen. Die Frage ist ja, was will ich eigentlich vom Leben? Wir haben es damals geschafft, dass er Auto fahren kann, warum sollen wir es nicht schaffen, dass er auch Rennen fahren kann? Einen besseren Beweis für Freiheit, für Unabhängigkeit kann man eigentlich nicht bringen. Bitte Applaus für Janis McDavid. Hallo. Bevor ich mit meiner Keynote anfange, muss ich Ihnen unbedingt erstmal was Persönliches über mich verraten. Denn ich meine, wenn Sie mich so anschauen, dann fällt Ihnen sicherlich was auf. Wenn Sie mich so anschauen, dann denken Sie vielleicht, Mensch, der braucht ganz schön viel Zeit. Und ja, das ist ein echter Zeitfresser. Jeden Tag aufs Neue, jeden Morgen aufs Neue, bis endlich die Frisur sitzt. Ja. Und dann muss man an so einem Tag wie heute auch noch draußen durchlaufen und das ist alles wieder für die Katz. Ich träume ehrlich gesagt noch die ganze Zeit eigentlich von einer Roboterdrohne, die so die ganze Zeit über mir fliegt und die ganze Zeit also rund um die Uhr die Frisur überwacht und natürlich dann auch entsprechend eingreifen kann. Ja? Also das sind Themen, die wir vielleicht auch berücksichtigen sollten bei dem Thema digitale Teilhabe. Wie können wir eigentlich schaffen, dass unsere Frisuren, egal bei welchem Wetter, immer perfekt sitzen? Aber wir sind ja heute hier zusammengekommen, um über dieses Thema zu sprechen, digitale
teilhabe. Und ich möchte ein bisschen den Blick darauf werfen, was für Chancen wir eigentlich aus beiden Themenbereichen gewinnen können. Weil wir haben es hier nicht nur mit einem Themenbereich oder mit zwei Themenbereichen zu tun, die für die Zukunft unserer Gesellschaft, die für die Zukunft überhaupt von großer Bedeutung sind. Wir haben es hier auch mit zwei Themenbereichen zu tun, und davon bin ich überzeugt, die sich gegenseitig beeinflussen. Das eine Thema bietet Chancen für das andere Thema und umgekehrt. Die Digitalisierung bietet enorme Chancen für das Thema Teilhabe. Für Menschen, egal welchen Merkmale sie ausgestattet sind, egal ob Menschen mit oder ohne Behinderung, an gesellschaftlich relevanten Prozessen teilzuhaben. Aber umgekehrt auch. Umgekehrt bietet auch das Thema Teilhabe wahnsinnige Chancen für das Thema Digitalisierung. Weil wir es hier mit Menschen zu tun haben, die Anforderungen geben, Anforderungen formulieren für technischen Fortschritt, für Weiterentwicklung. Ich selber habe eine Vision bei diesem Thema. Ich habe nämlich die Vision, in einer Welt zu leben, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zu einer Unterscheidung führen. Ich habe die Vision von einer Welt, in der es egal ist, wie ich aussehe, wo ich herkomme, wie alt ich bin, wie ich lebe, liebe oder was ich glaube. In einer Welt, in der all diese Merkmale keine Rolle spielen, wenn wir uns über das Thema gesellschaftliche Prozesse, über gesellschaftliche Teilhabe unterhalten. Und ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung hier einen sehr wichtigen Faktor bildet. Dass wir hier durch die Digitalisierung und durch den weiteren Fortschritt immer mehr Merkmale in den Hintergrund treten lassen können. Ich selber, man sieht es, habe keine Arme und Beine, ich bin ohne Arme und Beine geboren. Ich habe erst recht spät, im Alter von 8 Jahren, realisiert, was das eigentlich wirklich bedeutet. Dass das eben nicht nur bedeutet, einen coolen, knallgelben Rollstuhl damals zu haben, mit dem ich immer Kindergarten-Taxi spielen konnte. Nein, sondern dass das natürlich auch ein ganz anderes Leben nach sich zieht. Ich wollte aber als Kind immer ein ganz normales Leben leben. Ich wollte als Kind immer all die Dinge mitmachen, die andere auch machten. Aber so? So anders, wie ich aussah? So anders, wie meine Voraussetzungen waren, würde das überhaupt jemals funktionieren? Ich hatte Vorstellungen vom Leben. Ich hatte natürlich Träume, Visionen, egal ob es dabei ums Thema Unabhängigkeit, Autonomie ging oder um das Thema Autofahren, egal ob Reisen, Rennwagen. Ich hatte immer die Vorstellung, einmal in einem Rennwagen zu sitzen, einmal richtig Gas zu geben, mich einmal wirklich unbegrenzt, mich wirklich frei und unabhängig zu fühlen. Aber wie sollte das funktionieren, wenn man keine Arme und Beine hat? Wir waren alle doch davon ausgegangen, ein Auto wird gesteuert durch Pedale und Lenkräder. Und allen Menschen, denen ich davon erzählt habe, die haben mir abgeraten, weiter zu träumen. Nein, hör bloß auf, das kann nicht funktionieren. Bis ich eines Tages einen Visionär gefunden habe, dem ich davon erzählt habe. Und der auf meine Frage, ob ich eines Tages im Rennwagen sitzen kann, Folgendes gesagt hat. Nichts. 3 Sekunden lang. Und erst nach 3 Sekunden hat er gesagt, ja, lass uns das mal ausprobieren. Vielleicht können wir das hinkriegen. In diesen 3 Sekunden hat er sich nur eine einzige Frage gestellt, nämlich die Frage, welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit wir das umsetzen können. Und das ist doch genau das, worum es heute geht. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute darüber austauschen, auch noch im weiteren Verlauf wahnsinnig interessante Beispiele sehen können, wo Menschen sich Gedanken gemacht haben, wie könnte es noch funktionieren. Menschen mit Behinderungen, das erleben wir sehr häufig, sind an sehr vielen unterschiedlichen Punkten mittlerweile Vorreiter für Zukunftsthemen. Wir fahren seit über 1 Milliarde Kilometern mit einem digitalen Fahr- und Lenksystem auf den Straßen dieser Welt völlig unfallfrei. Mit einem System, was in Zukunft den Sprung in den Massenmarkt finden wird, den Sprung hin ins autonome Fahren. Wir haben es hier mit Ressourcen zu tun.
Und die Frage ist doch, wie können wir schaffen, diese Ressourcen zu nutzen? Wie können wir schaffen, die Ressourcen von allen Menschen zu nutzen, die in dieser Gesellschaft leben? Teilhabe bedeutet dabei sein, mitmachen und mitgestalten. Und ich möchte ganz kurz zum Ende hin noch den ersten Punkt dabei ein bisschen herausnehmen. Die Frage des Dabeiseins, die Frage der Barrierefreiheit. Ich glaube, wir sind heutzutage an einem Punkt angekommen, wo wir ganz getrost die Frage, ob Barrierefreiheit wichtig ist, zur Seite legen können. Denn Barrierefreiheit bedeutet eigentlich nur die Grundvoraussetzung dafür, dass alle Menschen teilhaben können. Wir müssen eigentlich an den Punkt kommen, dass wir nicht mehr die Frage stellen, ob barrierefrei, sondern nur noch die Frage stellen, wie kann es möglich werden? Ich wünsche mir eine Welt, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zu einer Unterscheidung führen. Dankeschön. Nochmal Applaus für Janis McDavid. Ja, Frau Gerlach, diese Stühle sind wahnsinnig tief. Ich lehne mich gar nicht erst zurück. Man kauert besser auf dem vorderen Rand. Frau Staatsministerin, was haben Sie jetzt mitgenommen? Was hat Sie jetzt am meisten inspiriert in der Rede von Janis McDavid? Die Leidenschaft, die er mitnimmt. Und das finde ich wirklich so wichtig für jedes Thema, egal an was man arbeitet, egal für was man sich begeistert. Ich glaube, wenn man mit Leidenschaft dran geht, gehen einfach viele Sachen. Wir haben uns auch so gefreut, dass Sie zugesagt haben, weil Sie vom Denken her auch so keine Grenzen sehen. Und das finde ich auch so wichtig, für den Bereich der Teilhabe so zu denken, aber auch in der Digitalisierung nicht aufzuhören, danach zu streben, was verbessern zu wollen. Und das geht nicht nur mit Digitalisierung, aber vor allem auch. Und das versuchen wir natürlich auch mit dem Digitalministerium immer wieder darzustellen, weil es wird ja auch häufig von Berührungsängsten gesprochen mit digitalen Tools oder von Risiken, die alle da sind. Ja, ich will das nicht glorifizieren. Aber es ist eben so viel mehr als Einsen und Nullen. Das zeigen Sie so toll mit Ihren Beispielen. Und ich finde, es geht halt noch einen Schritt weiter. Nicht nur die Begeisterung für sich selbst, Möglichkeiten zu schaffen, zu sagen, einmal im Auto sitzen, einmal Gas geben. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, und den zweiten Schritt finde ich fast noch wichtiger, weil er über Sie als Person hinausgeht, die Möglichkeiten zu nutzen für viel mehr Menschen. Zu schauen, wie kann ich denn wirklich Digitalisierung oder die Möglichkeiten, die ich erkunde als Person, nutzen, um andere auch teilhaben zu lassen. Und das ist was ich unglaublich faszinierend finde und auch motivierend weiterzumachen und nach neuen Dingen zu suchen, weil es ist ja noch nicht am Ende. Ja, wenn Sie jetzt mal Ihren Alltag anschauen, wir reden ja über Alltagsdigitalisierung, auch wo begegnet Ihnen diese Technik von Montag bis Sonntag? Überall. Überall. Also angefangen natürlich von dem Smartphone, was auch ich jeden Tag irgendwo mit mir rumtrage, mit dem ich aber unheimlich viel tatsächlich in meinem Leben auch steuern kann. Also ich habe es dadurch geschafft, tatsächlich, glaube ich, eine Unabhängigkeit, eine Autonomie aufzubauen, die ich so nie geschafft hätte. Ich wohne in Berlin in einer Altbauwohnung, da gibt es keinen Aufzug, da kommt man mit dem Rollstuhl gar nicht wirklich zurecht. Und eben mit Smart-Home-Technologien haben wir es geschafft, dass ich die Tür beispielsweise über Siri dann entsprechend öffnen kann, das Licht einschalten kann, bis hin zu der Temperatur für das Duschwasser. Man hat es natürlich auch gesehen, das Auto ist ein Hightech-Auto, hochdigitalisiert mit entsprechender Sprachsteuerung, künstlicher Intelligenz, die dort mit eingeflossen ist. Also eigentlich zieht sich das durch mein ganzes Leben, ich könnte jetzt Beispiele aufzählen, noch und nöcher. Es zieht sich durch das gesamte Leben hindurch und was ich dabei eben so spannend finde, ist herauszufinden, okay, an welchen Punkten kann diese Digitalisierung, können diese technischen Hilfsmittel, sage ich jetzt mal, können sie helfen, Menschen zu mehr Autonomie zu bringen, zu einer größeren Unabhängigkeit, ja, zu einer größeren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und das finde ich gerade so das Spannende. Und was ich auch dabei das Spannende finde, ist, dass wir ja alle die Chance haben, heute die Weichen zu stellen in die entsprechend richtige Richtung. Denn ob die Digitalisierung am Ende des Tages ein Thema wird,
wo alle Menschen von profitieren können oder nicht, das haben wir heute in der Hand, indem wir heute die Weichen in die entsprechende Richtung stellen. Wenn Sie mal zurückblicken, aber jetzt 10 Jahre, weil das Tempo ist ja unglaublich, also ich erinnere mich noch gut, vielleicht bin ich jetzt auch so ein Dinosaurier, dass ich so einen riesen Laptop erst bekommen habe, als ich meine Magisterarbeit an der Uni geschrieben habe, wo dann im Rest vom Institut das Licht ausging, weil es so groß war. Wenn Sie 10 Jahre zurückblicken und den Alltag vergleichen mit dem heute, wie war das damals, wie ist es heute? Es war damals tatsächlich wesentlich komplizierter, auch noch wesentlich zeitintensiver und bedeutete einfach insgesamt mehr Planung. Ja, natürlich aber auch viel, viel mehr menschliche Kräfte sozusagen, die ich in Anspruch nehmen musste, die mich an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Und die Autonomie und diese Freiheit, die ich gerade jetzt in den letzten 10 Jahren eben durch die Digitalisierung, durch ganz unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten bekommen habe, die Freiheit ist einfach kaum zu beschreiben, die da möglich wurde. Frau Gerlach, Janis McDavid sagt, er hat die Vision, dass die Technik uns hilft, dass diese Unterschiede, die uns unterscheiden, nicht zu einem Unterschied führen. Das passt ja sehr gut zur digitalen Teilhabe und zu der Arbeit Ihres Ministeriums. Was heißt das bei Ihnen konkret? Wie arbeiten Sie an der digitalen Teilhabe? Wir haben natürlich Unterschiede, so zu tun, als hätten wir die nicht. Das geht natürlich nicht, die sind teilweise sehr offensichtlich. Aber genau dort anzusetzen, wo wir Unterschiede haben und wo wir vielleicht Dinge ergänzen können, das macht es letztendlich aus. Und deswegen haben wir uns genau angeschaut, welche verschiedenen Bereiche gibt es. Wir haben eine Statistik erheben lassen, Umfragen gemacht durch das renommierte D21 zum Beispiel, haben herausgefunden, welche Bevölkerungsgruppen partizipieren vielleicht nicht so von der Digitalisierung, wie wir uns das wünschen, was vor allem ältere Menschen betrifft, formal geringer gebildete, aber zum Beispiel auch Frauen, was uns von Anfang an auf unser erstes Projekt, das kam zwar schon viel früher, aber das hat mich nur daran bestätigt, dass es richtig war, es zu tun, BIFIT, Bayerns Frauen in Digitalberufen, wirklich dort anzusetzen, die Menschen zu befähigen, nicht die Digitalisierung dorthin zu bringen, zu sagen, hallo, ich habe dir jetzt mal hier ein Paket mitgebracht, sondern dafür zu sorgen, Menschen in eine Situation zu versetzen, wo sie selber damit umgehen können. Ihnen eigentlich nur ein Handwerkszeug in die Hand zu geben und ihnen die Chance zu geben, damit zu arbeiten. Bei BIFIT zum Beispiel, also für die Frauen Netzwerke zu eröffnen, Möglichkeiten zu eröffnen, die spannend für sie sind, Talente herauszukitzeln. Bei Code for Teens zum Beispiel ist es so, dass wir mit Jugendlichen arbeiten und die fürs Coden begeistern im Grunde genommen. Und zwar meistens aus diejenigen, die vielleicht aus dem Elternhaus auch kommen, wo jetzt nicht alles von Anfang an in die Wiege gelegt wurde. Ja, und gesagt wurde, hier ist dein Laptop und hier, wir haben dir 10 Nachhilfelehrer hingestellt, du wirst jetzt Coder. Sondern welche, die vielleicht nicht die Berührung haben, aber trotzdem das Talent. Chancen zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen. Es ist schon so viel da, aber man muss die Leute zu Machern machen, im Grunde genommen, und muss ihnen die Gelegenheit geben, unterwegs zu sein und darf es nicht einfach so laufen lassen, weil von selbst kommen viele Dinge einfach dann doch nicht. Mhm. Auf die Projekte kommen wir später auch noch mal detaillierter zu sprechen, weil sie ganz gute Beispiele sind, wie man durch solche Projekte Menschen begeistern kann und mitnehmen kann. Herr Beck-Davin, noch eine Frage an Sie. Es gibt ja auch die Schattenseiten der Digitalisierung. Ja, da wird auch viel medial darüber gesprochen, zum Beispiel Hass im Netz. Das ist ja mittlerweile so ein richtiges Schlagwort geworden. Das würde ich von Ihnen mal gerne wissen, sind Sie so einem Hass auch schon begegnet? Ja, klar. Ich glaube, das kann jeder oder jede irgendwo ein Stück weit die Erfahrung widerspiegeln. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, steht man natürlich auch unter negativen Gesichtspunkten in der Öffentlichkeit. Also ich hatte das tatsächlich auch schon, dass es dann auch richtig rund ging und tatsächlich auch Kommentare kamen, die dann wirklich ans Existenzielle gingen. Ne? Mhm. Die Frage ist, glaube ich, immer, wie gehen wir mit solchen Risiken um? Weil bei aller Begeisterung für die Digitalisierung haben wir natürlich gewisse Risiken, die wir natürlich dann entsprechend auch steuern müssen, einerseits politisch, andererseits aber auch eben als Gesellschaft und als Einzelperson. Mhm. Frau Staatsministerin, dieser Hass im Netz und diese Schattenseiten ist ja auch tatsächlich ein Vertrauensproblem, was jetzt zum Beispiel den Datenschutz angeht. Ja. Wie gehen Sie damit um? Also wie schaffen Sie es da, Berührungsängste abzubauen? Also zum einen geht es natürlich um Rahmenbedingungen, die der Staat setzen muss und einen gewissen Schutzmechanismus. Das heißt bei uns zum Beispiel auch im Zusammenspiel vor allem mit dem Justizministerium bei uns in Bayern, dass da sehr engagiert ist, was Hate Speech anbelangt,
und zwar nicht nur präventiv, sondern auch dann tatsächlich in der Strafverfolgung, anzeigen, dem Ganzen nachgehen und dann tatsächlich auch die Strafverfolgung bis zum Ende fortzuführen. Mit dem Innenministerium in Bayern, mit Joachim Herrmann, mit Cybersecurity, das hat auch damit zu tun, auch was mit Vertrauen in die digitale Welt. Das ist jetzt auf Bayern bezogen, das ist so unser Bereich, aber damit hört es nicht auf. Ich finde den europäischen gerade in dem Kontext extrem wichtig. Und gerade die Europäische Kommission ist da gerade momentan auf dem Weg, den ich für unabdingbar halte, was den Digital Services Act zum Beispiel oder den Digital Market Act anbelangt. Das bedeutet, Plattformen auch zu regulieren. Auch zu regulieren, wie schnell müssen denn Hate Speech zum Beispiel gelöscht werden, also gibt es Löschfristen, wie schnell müssen Plattformen reagieren, wo muss was angezeigt werden, wie kann nachverfolgt werden, welcher User das war. Also diese ganzen Dinge nicht auch nicht einfach laufen zu lassen, sondern tatsächlich Regulierungen vorzugeben und zwar nicht nur innereuropäisch, sondern auch amerikanische Plattformen, die bei uns aktiv sind. Das finde ich extrem wichtig. Das heißt, das eine ist der Regulierungspart und der andere ist auch wieder die Menschen zu befähigen, im Netz sicher unterwegs zu sein und selbstbestimmt unterwegs zu sein. Auch Jugendliche, nur wenn man Digital Native ist und irgendwie intuitiv auf dem Handy unterwegs ist, heißt das noch lange nicht, dass ich mich sicher im Netz bewege. Das heißt noch lange nicht, dass ich Fake News erkenne. Das heißt noch lange nicht, dass ich erkenne, mit wem ich im Chat schreibe und mich vielleicht gerade in einem Cybermobbing befinde oder selbst eins mache, was ich vielleicht gar nicht verstehe, was ich im Analogen vielleicht besser nachvollziehen könnte. Darüber zu reden, das zum Thema zu machen in den Schulen, in den Elternhäusern, das ist wichtig, weil damit bilden wir natürlich Menschen aus, die selbstbestimmt in der digitalen Welt unterwegs sind. Mhm. Ja, herzlichen Dank, Janis McDavid. Nochmal einen großen Applaus für Sie, bitte. Danke. Ja, und ich würde sagen, jetzt schauen wir nochmal über den Tellerrand hinaus und zwar noch weiter, und zwar auf den afrikanischen Kontinent und werden uns berichten lassen, was die Digitalisierung dort Menschen für Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe bieten wird. Und vor allen Dingen der nächsten Generation für eine Perspektive. Und dazu begrüßen Frau Gerlach und ich jetzt Melanie Hummel. Ist sie schon da? Ja, sie ist schon da. Wunderbar. Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales. Bitte erstmal einen Applaus für Frau Hummel. Bitte. Und dann Ludwig von Bayern sitzt auch schon in der ersten Reihe parat. Er ist nämlich Mitbegründer des Projekts Learning Lions. Schön, dass Sie da sind. Und bevor wir jetzt loslegen, würde ich Ihnen erstmal ein kleines, so eine Ahnung geben in Bewegtbild, wie dieses Projekt konkret aussieht. Und dazu werden wir nach Turkana reisen. Das ist in Kenia und sehr ländlich, aber bitte schauen Sie selbst. Willkommen am Turkana-See. Trotz der Schönheit der Landschaft gehört diese Region zu den ärmsten Ostafrikas. Die Menschen hier leben von Fischerei oder sind Nomaden. Infrastruktur gibt es so gut wie keine. Knapp die Hälfte der Kinder geht hier inzwischen zur Schule. Aber danach stellt sich für die Kinder die große Frage, was sie mit ihrer Schulbildung eigentlich anfangen sollen. Eine Uni können sich die wenigsten leisten und die Jugendarbeitslosigkeit ist bei über 95%. Aber in den entlegensten Dörfern gibt es schnelles, mobiles Internet und damit die Chance auf eine digitale Karriere. Hier liegt die Kernidee von Learning Lions. Junge Erwachsene in den entlegensten Erdteilen werden mittels einer praktischen, handwerklich orientierten Lernmethode zu selbstständigen Webentwicklern oder Grafikern ausgebildet. Seit 2015 experimentiert Learning Lions mit den besten Methoden, junge Menschen auszubilden. Das Programm wurde bereits 2018 Sieger der Google Impact Challenge für die beste afrikanische NGO. All unsere LehrerInnen haben selbst das Learning Lions Training durchlaufen, bevor sie als Peer-to-Peer-Coach ausgewählt wurden. Bei den SchülerInnen setzen wir auf gendergerechte Verteilung. Außerdem konnten wir in den letzten Jahren die Hälfte der TeilnehmerInnen aus dem großen UN-Flüchtlingslager Kakuma rekrutieren. Die Hoffnung ist, den Menschen dort Perspektive zu geben und vielleicht sogar die Möglichkeit einer Rückkehr in ihre Heimat. Mit finanzieller Unterstützung aus dem Afrika-Paket der Bayerischen Staatskanzlei entsteht hier zurzeit der erste Learning Lions Campus. Unser Campus ist keine reine Lehreinrichtung, sondern auch ein Coworking Space.
Nach der Ausbildung kann hier für Kunden auf der ganzen Welt gearbeitet werden. Unterstützt von unserer eigenen Digitalagentur Digital Lions, die inzwischen als erste ihrer Art ein Fairtrade-Siegel für digitale Dienstleistungen hat. Unser Campus bietet bereits Raum für mehr als 200 Arbeitsplätze. Das Hauptgebäude wurde von Professor Francis Quéré der Technischen Universität München entworfen. Die Architektur orientiert sich an dem Konzept eines Termitenhügels, durch einen natürlichen Luftstrom gekühlt. Der Campus ist selbstversorgt. Es gibt Solarstrom, Wasserversorgung, eine eigene Landwirtschaft und sogar Plastikrecycling. Zu den Einrichtungen gehört auch eine Mensa, ein kleiner Supermarkt und alles, was man sonst so in der Wüste braucht. Zurzeit bauen wir gerade an einer Kindertagesstätte und neuen Wohneinheiten, die von der bayerischen Staatsregierung bewilligt wurden. Das Modell eines selbstversorgten Campus, wo Menschen ausgebildet und ausgerüstet werden, sich aus ihrer Heimat in globale digitale Wertschöpfungsketten einzugliedern, hat großes Skalierungs- und Nachahmungspotenzial. Wir hoffen, dass es schon bald viele ähnliche Einrichtungen auf dem afrikanischen Kontinent geben wird. Learning Lions, schönes Projekt. Frau Staatsministerin Hummelt, jetzt haben wir ja gerade drei Löwen gesehen, also grün, gelb, rot. Das hat nichts mit der Ampelkoalition zu tun. Das sind also quasi die Stationen, die Löwen da durchnehmen. Also von Learning Lions, dann werden sie Digital Lions und dann werden sie am Ende vielleicht Startup Lions. Jetzt haben wir gerade gehört, mit Unterstützung von Bayern und von der Staatskanzlei. Wie sieht denn genau diese Unterstützung aus? Also diese Unterstützung ist zum einen eine finanzielle Unterstützung und dass wir insgesamt auch über das Projekt auch heute zum Beispiel reden, weil ich finde, das ist wirklich ein fantastisches Projekt, weil es vor Ort die Jugendlichen, die jungen Menschen da abholt, wo sie sind, nämlich in ihrer Heimat. Und zwar müssen die nicht in die Städte ziehen, sondern das Projekt ist wirklich vor Ort. Und gleichzeitig haben sie die Chancen, über die Digitalisierung teilzuhaben auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz Spannendes. Und dieses Projekt begleitet auch die jungen Menschen. Wir haben jetzt dieses erste Teilprojekt, dieses Learning Lions, und jetzt das zweite Digital Lions, eben entsprechend mit jeweils 600.000 Euro unterstützt, um eben hier auch das weiter zu transportieren. Wir haben auch selber zum Beispiel, wir haben ein Afrika-Büro in Addis Abeba und da haben wir eben auch die Leistungen dort schon abgerufen. Also wir haben dort unsere Homepage und das ein oder andere Projekt schon gemeinsam durchgeführt und waren ganz begeistert von den Leistungen, die erbracht wurden. Also es geht nicht darum, dass man jemandem mal was gibt, sondern wo auch wirklich Leistung erzeugt wird. Ja. Und das sind einfach Jobs, die gebildet werden. Und die jungen Menschen haben die Chance, vor Ort Arbeitsmöglichkeit zu haben, Ausbildung zu haben, Studium zu haben und können einfach vor Ort auch bleiben in ihrer Heimat. Mhm. Ludwig von Bayern, Sie sind ja der Mitbegründer des Projekts. Wir haben Sie auch gerade in landesüblicher Tracht gesehen, also aus Bayern tatsächlich. Wie viel Zeit verbringen Sie denn dort in Turkhammer? Also in den letzten 7-8 Jahren war ich deutlich mehr dort als hier, also so 70% meiner Zeit, würde ich sagen. Mhm. Immer mit mehreren Besuchen mal auch wieder hier daheim in meiner Heimat. Mhm. Aber gerade am Anfang braucht so ein Projekt schon sehr viel Zeit, sehr viel Mühe. Ich musste das Gott sei Dank nicht alleine machen. Ich hatte viele auf der ganzen Welt, die gekommen sind, um mitzumachen. Und ja, da ist jetzt langsam was Schönes entstanden. Mhm. Sie waren auch da, Frau Staatsministerin Hummel, oder? Auf dem Foto? Das war ein Fundraising. Wir waren zusammen, es gibt ein Projekt, den Löwenmarsch. Mhm. Da wird 24 Stunden durchgelaufen. Ich gestehe, ich war nur die ersten 10 Kilometer etwa dabei. Insgesamt sind es über 100 Kilometer. Ich finde, und 10 Kilometer da wird ganz gespendet, stark, ja, gesammelt für das Projekt. Mhm. Also von daher ist dieser Löwenmarsch auch ein Teil, um eben Spenden zu sammeln, das Projekt bekannter zu machen. Und deswegen war ich da gerne mit dabei und habe es auch auf die Weise unterstützt. Mhm. Welche Chancen bietet denn die Digitalisierung für diese Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit eigentlich? In meinen Augen sehr viel, weil es gibt einfach Projekte in Afrika, die können in Afrika schon laufen, weil
es einerseits in vielen Gebieten dort auch wirklich die Möglichkeiten gibt, des Netzes. Also natürlich gibt es auch da und dort noch Schwächen, die gibt es aber bei uns durchaus auch. Also von daher gibt es da viele, viele Möglichkeiten. Und manchmal überspringt man auf dem Kontinent Afrika auch das eine oder andere. Sprich, es gibt zum Beispiel, wenn ich an M-Pesa denke, also dass ich ein Konto, kein Bankkonto brauche, aber um trotzdem zahlen zu können. Und das ist eben etwas, was durchaus weltweit anerkannt ist, also entwickelt in Afrika. Also es gibt Dinge, da können wir auch lernen von diesem Kontinent. Und ich empfinde, dass Afrika auch wahnsinnig viele Chancen hat. Also ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit dahin kommen, dass wir, Afrika hat seine Herausforderungen, kriegerische Auseinandersetzungen, Hungersnöte, all das. Aber Afrika hat auch viele Chancen. Und dass wir den Menschen dort die Möglichkeiten geben, diese Chancen zu entwickeln. Und das finde ich bei diesem Projekt, was Learning Lions, Digital Lions und so weiter macht, wirklich hervorragend. Und das hilft vor Ort auch. Und das finde ich spannend. Herr von Bayern, wie reagieren denn Ältere? Da gibt es ja auch Papas in Kenia. Wenn ich jetzt mal an meinen Vater denke, als dem in den 90ern so ein Computer hingestellt wurde, neben seinem Fax, das er geliebt hat. So, hier, damit arbeiten Sie jetzt. Reagieren Sie ähnlich begeistert wie mein Vater, die älteren Semester dort? Also ältere Menschen dort finden auch erstaunlich schnell den Weg zum Smartphone. Das merkt man immer. Also gerade was Frau Staatsminister Hummel gerade beschrieben hat, wo man Englisch gern von Leapfrogging redet, also dieses Entwicklungsstufen überspringen, sieht man dort ganz extrem. Da haben wir teilweise ältere Menschen, die noch nicht mal in der Schule waren, noch nicht lesen und schreiben können, die fast schon selten einen Stift in der Hand gehabt haben, den überspringen sie, dann überspringen sie die Faxmaschine, dann überspringen sie den Laptop, den Computer und gehen direkt zum Smartphone und irgendwie lernen sie damit umzugehen, selbst wenn sie die Hälfte davon gar nicht lesen können. Mhm. Und es geht doch. Also dieser Zugang zur Technologie ist immer wieder erstaunlich, wie schnell er geht. Das liegt natürlich auch daran, dass unsere Technik für heute unglaublich intuitiv gebaut ist. Und das Smartphone ist für Afrika die gesamten Chancen der Welt in einer Hand. Wir haben noch ein zweites Video, das Sie mitgebracht haben, und zwar sind da Lehrer und Schüler zu sehen. Ja, wir wollten eigentlich live gehen ursprünglich, aber wir haben dann am Schluss gesagt, es ist mit der Übersetzung zu schwierig. Deswegen haben sich ein paar Schülerinnen und Schüler, die sich vorstellen, erst eine Lehrerin, dann eine Schülerin, dann sehen wir kurz zwei Klassen. Und dann noch jemanden, der schon tatsächlich für Kunden arbeitet und der dann auch ein paar seiner Projekte vorstellt. Dann schauen wir uns das jetzt mal an gemeinsam. Hallo, mein Name ist Joanna Wuhr. Ich bin Webentwicklerin. Ich bin seit 2016 bei den Lions und begann mit einer dreimonatigen digitalen Grundausbildung. Danach stieg ich in den neunmonatigen fortgeschrittenen Kurs auf und erhielt weitere Fähigkeiten und Kenntnisse. Danach begann ich selbst als Coachende und stieg zur stellvertretenden Kursleitung für unsere digitale Grundausbildung auf. Dieser digitale Grundkurs ist für Jugendliche aus den ländlichen Regionen Kenias und dem Flüchtlingscamp Kakuma. Die Jugendlichen lernen Grafikdesign, Animation, Fotografie und Website-Entwicklung. Hallo, mein Name ist Alumu Kumu. Ich bin aus dem Flüchtlingscamp Kakuma und bin seit 2020 bei den Learning Lions. Dort habe ich erst den dreimonatigen digitalen Grundkurs gemacht. Dann wurde ich für das fortgeschrittene Training ausgewählt. Momentan lerne ich 3D-Animation. Meine Hoffnung für die Zukunft ist es, eines Tages der Agentur Digital Lions beizutreten und dort Geld zu verdienen. Lasst uns einen Blick in den Campus werfen. Ich werde euch durch den ersten Block unseres Campus führen. Das hier ist die Klasse für den digitalen Grundkurs, die aus internationalen Geflüchteten aus Kakuma und Kenianern aus der Umgebung besteht. Vielen Dank. Ich hoffe, euch macht der Unterricht Spaß. Das ist etwas Wunderbares. Ich denke nicht, dass viele andere Campusgelände über so etwas verfügen. Wir haben hier einen wunderbaren Ausblick auf den Turkana-See. Das ist ein weiterer Block mit etwa 15 bis 20 Studierenden. Ich stelle euch unseren Animator vor. Hi, ich bin Animator Elvis Imuria und gleichzeitig Student.
Vielen Dank, dass ihr uns aus dem fernen Deutschland besuchen kommt. Ich möchte mich jetzt herzlich bei euch bedanken und hoffe, dass wir uns eines Tages sehen können. Aber jetzt möchte ich mich bedanken und euch eines Tages kennenlernen. Vielen, vielen Dank. Hallo, mein Name ist Adam Etuborn. Ich bin Grafikdesigner bei den Digital Lions. Ich begann meinen digitalen Grundkurs bei den Lions 2018 und machte dann weiter mit dem fortgeschrittenen Kurs. Während des neunmonatigen fortgeschrittenen Kurses studierte ich Grafikdesign und hatte dann die Möglichkeit, bei den Digital Lions als Grafikdesigner einzusteigen. Ich arbeite mit Kunden und für Projekte aus der ganzen Welt. Kürzlich hatten wir die Möglichkeit, für das Bayerische Afrika-Büro zu arbeiten und haben eine responsive Website für sie entworfen. Zurzeit kann ich bis zu 1.000 Euro im Monat verdienen und bin sehr glücklich darüber. Lasst uns einen Blick auf unsere internationalen Kundenaufträge werfen. Also beeindruckend, was da alles entstanden ist. Ja, Frau Staatsministerin Gerlach, das ist ein wirklich tolles Projekt. Ich glaube, dem wünschen wir alle ganz viel Erfolg. Jetzt kann man ja Ostafrika wahrscheinlich nur bedingt mit der Oberpfalz beispielsweise vergleichen. Aber sehen Sie auch ähnliche Initiativen für Bayern, die hier Sinn machen würden? Auch so ein Rhythmus, wie jetzt gerade gehört, der ging auch in der Oberpfalz, oder? Also ich glaube, oder? Aber gut, jetzt mal unabhängig vom Rhythmus, vielleicht nicht genau so ein Programm, ja, weil das natürlich ein Programm ist, das eine ganz andere Perspektive nochmal für die Menschen vor Ort gibt. Es zeigt aber auch, dass Digitalisierung so grenzenlos ist. Und das finde ich auch so schön, dass das Signal eigentlich davon ausgeht, dass es eben nicht Halt macht an der Landesgrenze und man sagt, man ist jetzt darauf begrenzt, was dort stattfindet oder kann nur damit arbeiten, sondern das ist völlig grenzenlos, unabhängig von den Ländern, auch in der Zusammenarbeit untereinander. Und das ist eben auch die große Chance dieses Projektes, nicht nur zu sagen, wir bleiben da jetzt in Afrika und unter uns mit diesen Ideen und Projekten, die wir machen, sondern es geht weit darüber hinaus. Und so sehe ich Digitalisierung auch und das verbindet uns dann wieder mit Afrika und der Oberpfalz am Ende des Tages. Aber es geht eben, wie in vielen anderen Bereichen, auch darum, Perspektiven zu geben, die Chancen zu geben, die richtigen Handwerkszeuge und die Skills im Grunde genommen zu den Menschen zu bringen, dass sie dann selber was draus machen. Es geht nicht darum, immer einen Weg vorzukauen und zu sagen, mach das jetzt so und so und es immer vorzugeben, sondern die Möglichkeiten, die Befähigung an den richtigen Mann, an die richtige Frau zu bringen und die dann mal machen zu lassen. Und das zeigt das Programm sehr gut. Und ich finde es auch toll, dass es sich eben gerade sehr engagiert auch mit Frauen, mit jungen Frauen vor allem, ist mir auch einfach ein extrem wichtiges Thema und zeigt, dass dort wirklich Perspektiven geschaffen werden, die ansonsten einfach wahrscheinlich nicht hätten. Mhm. Frau Staatsministerin Hummel, ist denn Kenia so ein Vorreiter für digitale Innovationen auch in Afrika? In meinen Augen ja, es gibt da sicherlich, gerade mit diesem Projekt, ist es natürlich schon ein Vorzeigeprojekt für Afrika, muss man sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Nachahmer in anderen Ländern Afrikas finden kann. Da gibt es da und dort ja auch schon gute Projekte. Und für mich ist das Besondere eben, dass man hier wirklich ganzheitlich diesen Campus auch denkt. Also dass dieser Campus vor Ort im Grunde genommen auch ein Selbstversorgungscampus irgendwo ist. Also dass man auch jetzt im zweiten Projekt ist es ja so, dass wir auch Kinderbetreuung nochmal ausbaut, weil man eben gemerkt hat, dass viele Frauen Potenzial haben. Und diese Perspektiven, die wir damit geben können, den Menschen vor Ort, überlegen Sie sich mal, wir haben gehört, viele aus dem Flüchtlingscamp, die vielleicht eben nicht wussten, wie geht es denn für sie in den nächsten Monaten, Jahren weiter. Und jetzt haben sie die Perspektive, selbstständige Unternehmer werden zu können und ihr Angebot weltweit anbieten zu können.
Ich glaube, das sind wirklich tolle Perspektiven, die dort geboten werden. Und von daher in meinen Augen etwas, was gut auch Nachahmer wirklich in Afrika auf unserem Nachbarkontinent finden kann. Ich glaube, Ludwig von Bayern wäre dabei, oder? Absolut. Könnte noch mehr Zeit dort verbringen, aber wo könnten Sie sich denn sowas in Afrika noch vorstellen? Also wie sieht es generell mit der Digitalisierung dort aus? Ja, man muss bei Afrika sagen, Afrika ist nicht Afrika. Es gibt auch sogar in Ostafrika wirklich einige Hubs, da passiert schon viel. Also wenn man in Nairobi oder in Kampala unterwegs ist, das sind schon viele junge Startups und da könnte man sich eine ähnliche Runde wie hier heute Abend durchaus vorstellen. Das hat dann auch Niveau und das hat dann auch Power. Aber dann haben wir halt nochmal das andere Afrika und da reden wir über ländliche Regionen, dort, wo die Leute wirklich noch viele, viele Hindernisse vor sich haben, wo die Bilder, die sie am Anfang gesehen haben, dass die Leute tatsächlich in Strohhäusern wohnen, noch Wahrheit ist. Und das sind die Gegenden, wo die am meisten Bevölkerungswachstum haben. Da haben Frauen im Schnitt plötzlich 7, 8 Kinder und plötzlich explodiert die Bevölkerung. Jedes zweite Kind der Welt wird momentan auf diesem Kontinent geboren und meistens in solchen Gegenden. Und was eben unser Projekt ein bisschen besonders macht, ist, dass wir eben nicht in die Großstädte gehen, wo eh schon was stattfindet, sondern probieren, dieses rurale, dieses ländliche Afrika, dieses abgelegene Afrika zu nehmen und eben zu sagen, dort geht es auch. Und ich meine, die Regionen, die wir dort ausgewählt haben, wir sind ganz nah an der Grenze zum Südsudan und auf der anderen Seite ist Äthiopien. Wenn wir es dort schaffen, dass es geht, dann schaffen wir es überall. Die Bilder, die wir ja gesehen haben, sieht ja Afrika so aus, wie man das früher immer den Kindern im Wimmelbuch erklärt hat. Ne? Viele Kinder und dann kein WLAN. Das wäre in der Oberpfalz tatsächlich auch ein Problem. Frau Gerlach, was wünschen Sie sich denn für Bayern, also was die Erfahrung des Digital Alliance Projekts angeht? Ist natürlich kein Problem in der Oberpfalz. Was ich mir wünsche? Was wünschen Sie sich denn jetzt für dieses Projekt auch? Ja, dass es natürlich erfolgreich zum einen weitergeführt wird und weiter gefördert wird auch durch die Staatszeit. Quasi als Blaupause. Ja, dass es auch für andere Regionen vielleicht trägt, dass es sich ausweiten kann, weil es natürlich schon einen besonderen Charme hat und das, finde ich, ist etwas, was wir uns ein bisschen abgucken dürfen in Deutschland. Wir sind sehr gut darin und es ist auch richtig, Hightech-Agenda, Quantencomputing, Blockchain, hin und her, Geld reingesteckt, die Universitäten gut ausgestattet und das ist total richtig, dass wir da sehr stark unterwegs sind. Auf der anderen Seite, und das vermisse ich manchmal so ein bisschen bei uns Deutschen, ist dieses einfach mal machen, einfach mal rangehen und das sieht man hier. Ja, ich habe jetzt 3 Monate einen Kurs gemacht, ich gehe jetzt einfach mal ran und probiere das mal, ja, und bring mal was in die Entwicklung, ja, und gründ nicht wieder 2 Jahre lang irgendwelche Stuhlkreise. Und das sind so Punkte, wo ich mir denke, da können wir uns vielleicht ein bisschen was abschauen von denen und weiterhin aber unterstützen, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr in die Breite wachsen kann. Ja, wollte ich gerade sagen, dann lösen wir jetzt unseren Stuhl-Halbkreis mal auf und wünschen dem Projekt alles, alles Gute. Bitte nochmal großen Applaus für Melanie Hummel und Ludwig von Bayern und natürlich immer für Frau Gerlach. Also dieser kenianisch-bayerische Erfindergeist sollte uns inspirieren, einfach mal machen, hat Staatsministerin Gerlach gesagt und sie hat vorhin auch schon die D21-Studie erwähnt, wo es darum geht, wer hat noch Schwierigkeiten mit den neuen Technologien. Und da waren Senioren genannt, da waren formal niedriger Gebildete genannt, aber auch Frauen. Und Corona hat ja auch zu so einer Art Retraditionalisierung geführt. Das heißt, so ein Programm wie BIFIT, das wir heute schon vorgestellt haben, das ist wirklich wichtig. Da sollen jedes Jahr 50 Frauen herangeführt werden an digitale Berufsfelder. Und damit sie einen Eindruck gewinnen, jetzt ist mittlerweile ja schon der 3. Jahrgang da gefördert worden, wie diese Ladies aussehen, haben wir ein Video für sie vorbereitet. Leider funktioniert es mit dem Video nicht.
iFit Bayerns Frauen in Digital berufen. Das war mein erstes Projekt im Digitalministerium und es ist wirklich ein Herzensanliegen. Zum einen, weil wir zu wenig Frauen in den IT-Berufen haben und dort viel mehr bräuchten. Zum anderen, weil ich finde, dass sich die Frauen einfach eine Chance entgehen lassen, wenn sie nicht in den Bereich der digitalen Welt hineinschnuppern. Bei BIFIT habe ich die Gelegenheit, ganz viele andere spannende Frauen kennenzulernen, die sich auch in diesem Bereich beschäftigen und mich mit ihnen zu vernetzen. Wunderbares Projekt, das hoffentlich noch viele Jahre so weitergehen wird. Die Frau, die jetzt hier auf die Bühne kommt, die hat so ein Projekt nicht genießen können. Die hat sich selber durchgebissen und hat auch einen unglaublichen, bewundernswerten Unternehmergeist gezeigt. Sie hat zum Beispiel das Unternehmen Fox & Sheep gegründet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da schon mal diese Apps ausprobiert hat. Das sind Kinder-Apps. Ich habe schon unzählige Tiere mit meiner Tochter verarztet oder ins Bett gebracht. Das sind mit die schönsten Apps für Kinder, die es gibt. Dann hat sie die Haber Digitalwerkstätten gegründet. Letztes Jahr hat sie ein Buch rausgebracht, das Sie auch alle lesen sollten, das heißt Das neue Land, wo genau das gesagt wird, was Staatsministerin Gerlach auch schon sich gewünscht hat, nämlich, dass man einfach mal macht und nicht so viel Stuhlkreise vorher bilden muss. Also wir freuen uns jetzt auf eine Vordenkerin, auf eine tolle Frau, auf eine Unternehmerin, ein Young Global Leader, wie es dann immer in der PR-Sprache so heißt. Und sie ist jetzt gekommen, um Ihnen nochmal die Relevanz von digitaler Bildung ans Herz zu legen. Bitte freuen Sie sich auf Verena Pauster. Ja, vielen Dank. Digitale Bildung sollte keine Frage des Elternhauses sein. Und wer Corona erlebt hat, der hat gesehen, die einen saßen in Zimmern mit eigenem Gerät, mit Eltern, die sie unterstützen konnten und haben von ihren Lehrern und Lehrerinnen Inhalte bekommen, während die anderen kein Gerät hatten, nichts bei ihnen angekommen ist und 2,8 Millionen Kinder im ersten Lockdown gar nichts erreicht hat. Die einen gehen zum Cello- oder Geigenunterricht, zum Hockey und werden danach zum Programmieren gefahren, während die anderen bis zu 6 Stunden pro Nacht Fortnite spielen und zu müde sind, dem Unterricht am nächsten Tag zu folgen. Und eigentlich war das Versprechen von digitaler Bildung doch die Bildungsschere in diesem Land, die eh schon viel zu weit auseinanderklafft, zu schließen. Und als das 2015 so vor uns lag mit dem Digitale Bildung für alle e.V., den ich gegründet habe, haben wir gesagt, wir dürfen jetzt nicht auf die Nachfrage warten. Wir dürfen nicht auf den Zufall hoffen, dass dieses Versprechen von alleine passiert. Wir müssen ein Angebot schaffen, solange wie die Schulen noch nicht bereit sind. Und so sind wir an die Schulen gegangen, haben Lehrkräfte geschult, haben Großeltern-Enkel-Workshops veranstaltet, Mutter-Kind-Minecraft-Kurse und vor allen Dingen Mädchen gefördert. Denn wenn Mädchen mit 6, 7, 8 Jahren in unsere Digitalwerkstätten kamen, was außerschulische Lehrorte sind, die Kindern Programmieren, Robotics, 3D-Druck, Animationsfilm beibringen, dann waren die Mädchen mit 6, 7, 8 genauso neugierig, genauso selbstbewusst, genauso voller Überzeugung, dass sie das können wie die Jungs. Kamen sie mit 13, 14 zum Girls' Day zum ersten Mal, war da schon so eine vornehme Zurückhaltung aus, jetzt blamiere ich mich gleich, das ist ja eigentlich nicht für mich und irgendwie fehlen mir auch die anderen Mädchen, die das genauso toll finden wie ich. Und das dürfen wir nicht akzeptieren, dass digitale Bildung nur einigen wenigen vorbehalten ist. Und deswegen muss das Thema in die Schulen, denn das eigentliche Versprechen von digitaler Bildung ist es nicht, analoge Inhalte über digitale Kanäle zu funken, wie wir das jetzt die letzten 1,5 Jahre gemacht haben, sondern das Versprechen von digitaler Bildung ist individuelles Lernen. Das Kind in den Mittelpunkt und nicht den Lehrplan. Die Lerngeschwindigkeit des einzelnen Kindes, die Sprachvoraussetzungen, gegebenenfalls Lernschwächen oder besondere Talente fördern zu können und nicht alle über einen Kamm zu scheren. Das darf 2021 nicht unser Anspruch sein, dass das gleiche Wissen in der gleichen Geschwindigkeit, in der gleichen Art für alle gleichermaßen passt. Und deswegen ist die Politik jetzt aufgefordert und deswegen freue ich mich über diesen heutigen Tag und diese Events, die Grundlage zu schaffen, die Infrastruktur an den Schulen, die Lehrkräfte fortzubilden, dass alle Kinder in diesem Land ein Recht auf Zukunft, eine Chance haben und eine chancengerechte Kindheit. Vielen Dank.
Danke. Vielen herzlichen Dank. Ja. Genau, und jetzt zu Frau Pauster bitte ich den Jörg Ammon zu mir. Bitte. Applaus erstmal proaktiv. Herr Ammon, Sie kümmern sich darum, dass es Sport für alle gibt, und zwar im Verein, und zwar, weil Sie selber damit schon von klein auf eigentlich gute Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, Sie haben Fußball gespielt beim Club, richtig? Tennis beim Club, ja. Tennis beim Club, aber ja. Waren auch Jugendwart tatsächlich? Genau. Wie steht es mit der Fußballkarriere? Wie ging das so? Bis zur Bezirksliga hat es gereicht. Schau her. Genau, und dann, jetzt sind Sie Präsident des Bayerischen Landessportsverbands. Was nehmen Sie denn jetzt mit vom Impuls von Frau Pauster für Ihre Arbeit? Also ganz viel, wir haben das Thema im Sport ja auch, die digitale Teilhabe, auch das Mindset zu verändern bei den ehrenamtlich Tätigen, aber auch natürlich bei den Sportlerinnen und Sportlern und das möglich zu machen für alle, dann auch von den unterschiedlichen Gegebenheiten, da kann man ganz viel mitnehmen, was Frau Pauster gesagt hat. Ich muss jetzt mal kurz persönlich werden, also ich glaube mit Frau Pauster, da ging es ähnlich, Sie haben 4 Kinder, ich habe nur 1. Aber unsere Kinder sind beide auch sportlich aktiv, und während Corona war das richtig schwierig. Also bei uns war es die Tanzsportlehrerin, die dann nach einem Jahr mal dann versucht hat, dann digital vorzuturnen. Das heißt, die Digitalisierung kommt ja auch an ihre Grenzen. Also Sport ist im Verein am schönsten, heißt es immer, wenn man sich begegnet. Was haben Sie in dieser Zeit für Erfahrungen gemacht? Also vielleicht noch, ich habe 2 Töchter, das ist wie 4 Kinder, vor allem in der Pubertät. Wir haben ganz viel erleben dürfen, und zwar ganz unterschiedliche Gegebenheiten. Vereine, die in der Pandemie jetzt ganz schnell digitalisiert haben, nämlich digitales Sportangebot auch nach Hause gebracht haben, in die Wohnzimmer, in die Kinderzimmer, sind tatsächlich auch messbar. Wir haben das mit wissenschaftlich auch untersuchen lassen, deutlich besser durch die Pandemie gekommen. Wir haben ja gerade bei den Kindern und Jugendlichen erhebliche Rückgänge in den Mitgliederzahlen, weil das angeleitete Angebot auch fehlt, weil auch viel eingeschränkt wurde, wo man sagen muss, da war gar nicht mehr viel möglich an der Bewegung. Und Vereine, die das eben nicht gemacht haben, auch deutlich messbar, haben deutlich stärkere Einbrüche bei den Mitgliederzahlen. Und jetzt geht es darum, am Ende der Pandemie oder hoffentlich am Ende der Pandemie, um jedes einzelne Kind zu kämpfen, wieder zurückzubekommen, in den Verein wieder hineinzubekommen. Also ich komme ja aus Berlin, und Alba, das haben Sie vielleicht auch hier sogar in München erlebt oder in Bayern oder je nachdem, wo Sie herkommen, hat ein unglaubliches digitales Sportprogramm ins Netz gestellt, was ganze Familien am Laufen gehalten hat. Denn die Lebensrealität war ja vor allen Dingen im ersten Lockdown, man durfte ja zu irgendeinem Zeitpunkt noch nicht mal mehr in den Park mit mehr als also seinen Kindern. Aber ich erinnere mich auch, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt noch nicht mal mehr zusammen im Park Sport machen durften. Und wer keinen Garten dann hat oder keine Terrasse oder irgendwas, der war eben darauf angewiesen, dass es eine Anleitung gibt. Und was Alba da gemacht hat, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Ich habe auch von ganz vielen gehört, die in Quarantäne auch jetzt noch sind und auf das Programm zugreifen. Also Sport eben über das Physische im Verein hinauszudenken, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Mhm. Aber Herr Ammon, wie hilft Ihnen jetzt die Digitalisierung konkret, wirklich diesen ganzen Laden am Laufen zu halten? Also wo begegnet die Ihnen schon die ganze Zeit? Also die Digitalisierung ist ja im Sport, geht ja quer durch den ganzen Sport. Das ist so ähnlich wie das Ministerium, das ein Querschnittsministerium ist. Es läuft durch den ganzen Sport. Das ist einmal beim Sporttreiben selber, das sind Wearables beispielsweise, Uhren, aber auch andere Kleidungsstücke. Bis hin im Hochleistungssport geht es ja in die Socken beispielsweise auch rein. Da arbeiten wir stark mit der TU München beispielsweise zusammen. Aber auch die Entlastung des Ehrenamts, weil wer macht es schon gerne, wer setzt sich gerne hin und tippt irgendwelche Aufnahmeanträge oder Ähnliches ein oder verwaltet Adressthemen. Es ist ja jeder lieber dabei, dem anderen den Sport zu ermöglichen, dann wenn er ehrenamtlich tätig ist. Und so sind es viele Themen bis hin zu den Sportstätten, auch was das Thema Sanierung und Ähnliches angeht, Belegungspläne und. Also das trifft das ganze Vereinsleben. Frau Pauster, wo sehen Sie denn die größten Chancen und die größten Herausforderungen auf der anderen Seite, was die Digitalisierung, die digitale Teilhabe angeht? Also die Chance sehe ich darin, es gibt eine Studie vom Weltwirtschaftsforum, dass 65% der heutigen Grundschüler und Grundschülerinnen in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. Und die sollen ja nicht nur für einige wenige möglich sein, sondern für die müssen wir heute alle möglichst ausbilden, ohne zu wissen, wofür bilden wir genau aus. Und da sind wir eben bei Fähigkeiten, wie die Maschine nicht übernehmen kann. Empathie, Problemlösekompetenz, Frustrationstoleranz, Teamfähigkeit.
Und das ist natürlich die große Schnittstelle zum Sport, dass man das eben nicht nur lernt, wenn man Mathe lernt oder wenn man irgendwas in der Schule lernt, sondern eben besonders auch im Vereinssport. Das ist die Chance, dass die Digitalisierung eben nicht nur Konsum ist, was sie im Moment zum großen Teil ist, sondern dass sie eben ein Mittel ist, um in Zukunft nicht nur in der Lebensrealität, sondern auch in der Arbeits- und Berufswelt deutlich nach vorne zu kommen. Und die Herausforderung ist, dass wir ein Mindset der Angst in Deutschland haben, dass Dinge, die wir noch nicht kennen, uns irgendwie nicht geheuer sind. Und wir immer irgendwo uns wünschen, dass es erst eine Langzeitstudie gibt, die sagt, dass alles gut wird, bevor wir uns wirklich auf den Weg machen. Und diese Langzeitstudie wird es in diesem Fall nicht geben. Und wenn es sie irgendwann gibt, dann sind wir so abgehängt von anderen Ländern, die die nicht brauchten, dass meine Hoffnung einfach ist, dass wir weniger immer in den Risiken verharren, ohne die zu ignorieren. Aber ich glaube, die Gefahr haben wir nicht in Deutschland, dass wir die Risiken der Digitalisierung übersehen, sondern wir haben eher die Gefahr, dass wir die Chancen nicht ausnutzen. Ja, wir wollen ja vor allem ein TÜV-Süd-Siegel auf jeden Fall, Herr Amon. Aber Sie haben jetzt sehr genickt. Wo ist Ihnen diese Angst vor der Digitalisierung schon begegnet? Die begegnet einem ja immer im Alltag, also auch im Sport, sei es jetzt an neuen Anwendungen, sei es an neuen Abwicklungen, sei es beispielsweise, wenn wir mit dem Freistaat Bayern Bauanträge digitalisieren, weil das ja ganz wichtiger Punkt ist, um Sportstätten zu sanieren. Das ist ja sehr entscheidend, auch für das Fortkommen der Bürgerinnen und Bürger. Da sind überall immer Vorbehalte. Das ist, so wie Frau Pauster gerade schon gesagt hat, also die am besten zertifizierte, TÜV-zertifizierte Langzeitstudie, die da sein müsste. Aber vor was haben Sie konkret Angst? Ich persönlich habe jetzt vor wenig Angst, nur dass wir weit zurückbleiben, wenn es um die Digitalisierung geht. Da sind die Chancen sehr viel größer, als die Risiken sind. Und die muss man nicht ausblenden, die kann man auch begrenzen. Gerade das Thema Datenschutz ist ja sehr wichtig, ist bei personenbezogenen Daten. Nur die Chancen zu nutzen, auch den Weg gehen zu wollen, das Leben zu erleichtern, und da lässt sich viel erleichtern durch die Digitalisierung, das, glaube ich, sind Punkte, die man herausarbeiten muss. Das heißt, Sie setzen auf die Digitalisierung, vor allen Dingen was die ganzen trockenen Arbeitsabläufe angeht. Sie haben das Ehrenamt angesprochen, also die Vereinsanträge zum Beispiel, die Buchhaltung vielleicht, die Spendenquittungen, und dann haben Sie mehr Zeit für die Soft Skills? Das zum einen, aber zum anderen auch, es kann sich ja heute keiner mehr ein Ergebnisticker vorstellen, also ein Leben ohne Ergebnisticker, egal in welcher Sportart, vorstellen. Kann er mir vorstellen, dass er nicht weiß, wenn irgendwo Skirennen, Felix Neureuther beispielsweise, irgendwo auf der Piste unterwegs war, dass man den Sekundenschnelle sofort weiß, dann auch durch Applikationen, wie ist er gefahren oder schaut sich das Ganze an. Also es geht ja bis tief in den Sport rein, und so ist es übrigens mittlerweile auch bis tief in den Breitensport. Und darum kümmern wir uns, und das wollen wir miteinander auch vernetzen, auch verknüpfen und durch Schnittstellen auch zusammenbringen. Führt dann aber bei mir am letzten Wochenende dazu, dass unser Trainer der D-Jugend uns jedes Tor per WhatsApp im Chat gemeldet hat, und die haben 28-1 gewonnen. Und es war wirklich irgendwann so, dass der Endstand reicht auch. Also deswegen, wenn Felix Neureuther fährt, dann mag einen das in Echtzeit interessieren. In diesem Fall dachte ich, Mensch, mal gucken, ob wir noch was anderes machen können. Wie sieht denn Ihre Vision aus? Was wünschen Sie sich? Oh, ich wünsche mir viel, aber wenn ich mir eine Sache wünsche, die hoffentlich für möglichst viele Menschen in diesem Land funktioniert, dann digitale Volkshochschulen. Die können wir auch spannender nennen, aber wir können sie einfach auch genau so nennen. Und dazu gehört dann eben aber auch, dass es auf dem Land nicht nur Edge gibt, sondern dass man da auch ordentlich zugreifen kann, dass die Kurse, die da angeboten sind, so niedrigschwellig sind, dass sie wirklich für alle funktionieren, und dass man sich aber da entsprechend dann auch weiterbilden kann in höhere Formate. Denn ich glaube, es ist eine gesamtdeutsche Aufgabe zu sagen, wir müssen ja nicht nur die ein bisschen oder die ein bisschen weiterbilden, sondern wir müssen als Gesellschaft in dieser Zukunft ankommen. Die wir hier im Raum sitzen, haben das alle in unserer Schulzeit nicht gelernt. Wir sind also nicht die, die wirklich wissen, was da unseren Kindern jetzt vermittelt werden müsste oder was auf uns zukommt. Und insofern wünsche ich mir einfach ein Update für Deutschland, was dieses Thema angeht. Deutschland 2.0 quasi. Ja, oder nehmen wir gleich 3.0 oder 4.0, sonst dauert es wieder so lange. Genau. Alles, gell? Das heißt aber, glauben Sie, dass jetzt auch nach dieser Zeit, wo sich ja sehr viel bewegt hat, wir sind ja jetzt eigentlich noch mittendrin, auch wenn viele es nicht wahrhaben wollen, noch immer in der Pandemie, das heißt, im Herbst, Winter jetzt wird es wieder losgehen. Wird nach dieser Zeit, schauen wir mal ins Frühjahr, noch die Bereitschaft da sein bei den Leuten, wie es immer heißt hier,
bei der Leiter sie sich da vor den Computer setzen und sich noch was daher streamen? Also ich glaube, es geht nicht nur darum, sich vor den Computer zu setzen. Es gibt immer noch in einer digitalen Welt, glaube ich, den absoluten Sinn von sozialen Orten. Also zum Beispiel die Letzte, die sagt, wir müssen die Schulen wegrationalisieren und das sind dann irgendwelche digitalen, dezentralen Orte, sondern die sind so wichtig in einer digitalen Welt. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht mehr fragen, wollen wir nach Corona dieses Thema noch weitermachen? Das geht jetzt eigentlich gerade erst los. Und wenn die Pandemie eins hatte, dann war sie sicherlich ein Digitalisierungsschub. Der führt jetzt aber nicht zu dem Automatismus, dass das jetzt einfach so weitergeht. Da müssen wir jetzt sozusagen mit diesem Rückenwind einfach sehen, guck mal, jetzt haben wir uns Dinge getraut und Dinge gemacht, für die wir vorher Jahrzehnte gebraucht haben. Mhm. Trauen sich die Vereinsmitglieder heute auch mehr? Definitiv sehr viel digitaler, ist auch spürbar. Wir haben ja selber, wir sind im Bayerischen Sport 4,6 Millionen Menschen organisiert, das ist ein Drittel der bayerischen Bevölkerung auch. Und da sehen wir auch ja quer über ganz Bayern, auch im ländlichen Bereich, über unsere Digitalplattform, die Sie ja auch benutzen, wie leicht das Ganze dann auch geht, wie niederschwellig das auch sein kann. Das muss man natürlich ausprobieren und von daher sind wir da schon auch gute Hoffnung, wenngleich die Geschwindigkeit, das muss man ganz offen sagen, höher sein könnte. Mhm. Frau Pauster, ich habe es vorhin erwähnt, Corona hat ja auch zu einer Retraditionalisierung geführt. Die Soziologin Jutta Almendinger hat es beklagt, die hat gesagt, wir haben eine Rolle rückwärts gemacht, auch was die Emanzipation angeht. Nun haben wir von der D21-Studie gehört, dass auch Frauen Berührungsängste haben in irgendeiner Form und nicht so recht digital teilhaben wollen vielleicht auch viele. Oder glauben Sie, dass es einfach weniger Interesse dafür da ist? Nee, ich glaube da nicht, dass Frauen das nicht wollen. Ich glaube, dass wir es ihnen schon sehr früh nicht zutrauen und die Zahlen zeigen es dann. Nur 4% der jungen Frauen studieren Physik, nur 1% des europäischen Venture Capitals geht an Tech-Gründerinnen, nur 15% der Frauen oder der Gründerinnen sind Frauen. Und das Beispiel von den Mädchen, was ich eben gebracht habe, das zeigt einfach, wenn ich in einen Hörsaal reinkomme, um Softwareprogrammierung zu studieren mit 19 Jahren und ich habe da viele junge Frauen begleitet, dann ist das ein sehr männlicher Ort. Das ist ein Ort, wo sie meistens, gestern gerade eine getroffen, die sagt, ich bin eine aus 80 und den Extramut, das Extra-Selbstbewusstsein, das Fehlen einer Peer-Group, das alles kann man sagen, ja, ja, kriegst du schon hin, aber das kriegen eben dann nicht viele hin. Und ich glaube, wir müssen eher sagen, wie verändern wir Orte, wie schaffen wir Orte wie diesen, die aus meiner Sicht erstmal Creative Labs für alle sind und mit Leben gefüllt werden können. Und allein, dass wir unsere Kurse Creative Coding genannt haben und nicht irgendwie Applied Sciences, hat dazu geführt, dass eben Mädchen gesagt haben, vielleicht ist das auch für mich, Mütter sich getraut haben, ihre Töchter anzumelden. Und ich glaube, da müssen wir noch viel mehr darauf achten, ob wir vielleicht die Barriere vorne oder die Hemmschwelle vorne so hoch machen, dass Mädchen, die eigentlich wollen, dann nicht wirklich, ja, es gibt die schöne Wort leider nur in Englisch, empowered oder enabled werden, es auch wirklich zu schaffen. Was wünschen Sie sich von der Politik, Herr Ammann? Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Weihnachtswunschliste zu formulieren. Also ich glaube, wir sind in sehr gutem Austausch. Den wünschen wir uns logischerweise auch weiter, gerade auch mit so einem Querschnittsministerium wie dem Digitalisierungsministerium. Für uns ist ja zunächst mal das Sportministerium, das Innenministerium zuständig. Ich glaube aber auch, dass wir gemeinsam auch vorangehen müssen, dass wir auch Mut beweisen müssen, ohne die Risiken zu vernachlässigen. Und dann ist natürlich immer, wenn man gerade im Non-Profit-Bereich unterwegs ist, also im gemeinnützigen Bereich unterwegs ist, dann auch logischerweise finanzielle Unterstützung notwendig, um das auch in breite Schichten der Bevölkerung auch zu bekommen, ein möglichst niederschwelliges Angebot. Frau Pauster? Den Digitalpakt innerhalb der nächsten 12 Monate ausschütten, denn das ist eigentlich die einfachste Übung. Da geht es nur um schnelles Internet und Geräte. Da brauchen wir eigentlich keine Medienentwicklungspläne von 43.000 Schulen. Eine Online-Lehrkräftefortbildung flächendeckend, und die müssen wir auch nicht 16 Mal denken, denn die Bremer Lehrerin muss eigentlich nichts anderes können als der bayerische Lehrer. Ein Curriculum, was nicht so voll ist und zum Burnout aller Beteiligten führt, sodass gar kein Platz mehr für Kreativität und individuelles Lernen ist. Und
ein Mindset von uns Eltern, dass wir mit mehr Zutrauen, mit mehr Hoffnung und Mut auf die Lehrkräfte zugehen und denjenigen, die vorangehen wollen, es nicht unnötig schwer machen. Unterschreibe ich alles. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, alle, die Kinder haben, würden jetzt genau diese Liste für sich auch copy-pasten und an alle schicken. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Programm Bycode for Teens an. Da passiert nämlich genau das, was Frau Paus da gerade sich auch gewünscht hat. Da werden Kinder, die zwischen 11 und 18 Jahre alt sind, gefördert. Sie erwerben IT-Fähigkeiten, sie lernen IT-Berufe kennen. Und damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen, haben wir auch hier einen Film für Sie vorbereitet, der hoffentlich auch ohne Opening startet. Die Initiative Bycode for Teens war uns so wichtig, weil wir davon überzeugt sind, dass für Kinder heutzutage nicht nur Rechnen und Schreiben und Lesen wichtig ist, sondern auch das Programmieren, weil es immer wichtiger wird, für die Berufswelt digital unterwegs zu sein, vor allem aber auch die Technik hinten dran zu verstehen. Und wir wollen hier so ein bisschen Leidenschaft ankitzeln in diesem Bereich und Leidenschaft vor allem fürs Programmieren erwecken. Besonders Spaß gemacht hat mir heute das Programmieren, dass wir alles so gut gezeigt bekommen haben und selber das machen dürfen. Ich habe was Neues dazugelernt und hoffe weiterhin, dass ich was mit Digitalisierung machen kann. Bei mir war es noch was mit Medien, jetzt ist es was mit Digitalisierung, so ändern sich die Zeiten. Und wir sehen aber daran, dass Talente entdeckt, aber auch gefördert werden wollen. Und dann wird es nämlich wunderschön. Und der Mann, der jetzt hier auf die Bühne kommt, der ist wirklich multiple begabt. Er kommt aus Sydney, ist seit 2009 in Deutschland. Er hat Jazz, Trompete studiert und Komposition. Er ist aber auch ein prima Programmierer und codet ganz virtuos. Und zwar Musiksoftware-Tools. Und er ist gekommen, Ihnen seinen Boyd's Composer vorzustellen. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, der kann Töne fliegen lassen. Das ist eigentlich ziemlich romantisch. Bitte begrüßen Sie den Wunderwutzi, Alex Warn. Hallo, da ist es. Ja, so ich bin Alex und das hier ist Boyd's Composer. So Boyd's Composer ist ein Programm, womit man Musik anhand der Boyd's-Algorithmus generieren kann. Also was denn ist der Boyd's-Algorithmus? Das hier ist der Boyd's-Algorithmus. Das ist ein Algorithmus aus den 80er Jahren, das Schwarmintelligenz imitiert. Es macht Bewegungen ähnlich wie bei Vogel- oder Fischschwärmen. Und mein Programm, Boyd's Composer, übersetzt dann diese Bewegungen ins musikalisches Material. Es behandelt jeden Vogel wie ein Musikinstrument oder eine musikalische Linie. Was heißt das, wenn wir 100 Vögeln haben, dann haben wir 100 Musikinstrumente oder 100 Linien. Und es übersetzt die räumliche Dimensionen dann auf musikalische Dimensionen. So, zum Beispiel die Y-Achse, die Höhe, geben wir an Tonhöhe. Das heißt, wenn ein Vogel höher fliegt, dann klingt es höher. Die Z-Achse oder Tiefe geben wir dann an Lautstärke. Das heißt, wenn ein Vogel näher kommt, dann klingt es lauter. Wenn es in die Ferne fliegt, dann klingt es leiser. Und auch wenn man erstmal nur diese zwei Parameter angibt, kommt man auf sehr interessante musikalische Ergebnisse. Ein bisschen lauter. Ja, ist ein bisschen chaotisch, aber das liegt daran, dass wir noch nicht Harmonien eingegeben haben. Und dafür nutzen wir die X-Achse hier, so Sie sehen Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Diese bunte Kästchen sind unsere Akkordgruppen und Sie können eine oder mehrere Akkorde beinhalten. So erstmal beinhaltet jede Gruppe erstmal nur ein banales C-Dur-Akkord, aber das heißt, dass wenn ich das Programm abspiele,
hören wir Töne aus einem C-Dur-Akkord. Sie sehen auch, es gibt einen Kreis, das rumfliegt die ganze Zeit. Und diesen Kreis ist die durchschnittliche Position von all unseren Vögeln. Und wir benötigen diesen Kreis, um die Akkordgruppen auszuwählen. So, wenn unser Kreis über eine dieser Gruppen fliegt, dann kommen die Harmonien aus dieser Gruppe. So, jetzt fliegt es über die rote Gruppe. Das heißt, dass wir nutzen die Harmonien, die in der roten Gruppe enthalten sind. So, ich werde ein paar Akkorde in diese Gruppe erstmal schnell hinzufügen. Vielleicht C-Dur, F-Dur, G-Dur oder G-Dominant 7. Und wenn ich das wieder abspiele. Ja. Solange das den Kreis über die Gruppe steht, dann spielt dieser Akkorde hintereinander durch. So, man könnte dann auch mehrere Akkorde in die andere Gruppe hinzufügen, wenn man möchte. Aber auch mit diesen sehr einfachen Parametern und Regeln kann man dann recht komplexe Sachen machen. So, man kann richtig viele Akkorde in eine, so viele Akkorde, wie man möchte, in eine Akkordgruppe hinzufügen. Wir können alles über eine Klaviertastatur eingeben, wenn wir wollen. Wir können auch so viele Akkordgruppen hinzufügen, wie wir möchten. Es gibt all mögliche Einstellungen. Man kann alles machen. Und das heißt, wir können dann tatsächlich Sachen machen, so wie, naja, das. Oder vielleicht etwas Jazziges. Oder vielleicht eher irgendwas Klassisches. Ja, so, ich bin nicht fertig. Moment. Okay, das Beste ist, dass wenn wir irgendwas abgespielt haben, können wir es auch als MIDI-Datei runterladen. Geben es halt einen Namen. Hallo. Jetzt ist es auf meinem Rechner und das Beste dabei ist, MIDI-Dateien kann man mit anderen Software öffnen. Das hier ist ein Programm namens Sibelius. Das ist ein Notationsprogramm für Musiknotation. Und dann, da habe ich mein Stück als Noten. Es muss ein bisschen aufgeräumt werden, also niemand möchte das spielen. Aber man sieht auch teilweise die Bewegungen von den Vögeln in den Noten, was auch lustig ist. Aber immerhin, wir haben Noten, irgendwas, womit ernsthafte Musiker rumspielen können. So, das Programm ist wirklich für jede gemeint. Also man muss nicht Musiker sein, um das zu nutzen. Sie können es auch gerne ausprobieren, wenn Sie möchten. Das steht einfach kostenlos im Internet zur Verfügung. Man muss nur über Google Boyd's Composer eingeben und Sie finden das schon. Nur eine Bedingung hätte ich, und das ist nur, dass Sie das nicht über ein Handy machen. Das macht keinen Spaß. Man braucht ein bisschen mehr Platz auf dem Bildschirm. Also ich danke Ihnen sehr für das Zuhören und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Komponieren. Vielen Dank, Alex Vaughan. Das ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, dass wenn man keine Angst hat vor Technik, wie unglaublich kreativ man damit werden kann. Und das kann jeder von uns. Und man fragt mich, warum ich irgendwie so lange Klavierunterricht hatte. Das ist wirklich ein bisschen tragisch, ja. Also, ja, danke, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Auch, dass wir das alles zu Hause ausprobieren können. Womit wir wieder beim Thema von Code Bavaria sind, nämlich digitale Teilhabe. Und dieser Verein, der jetzt gleich auf die Bühne kommt, der hat sich auch der Teilhabe verschrieben, nämlich der Verein Birne 7. Es sind 7 Freunde aus Erlangen, die jetzt hier gleich auf die Bühne gehen. Die haben auch für alle, wenn Sie zu Hause jetzt von zu Hause zuschauen, die haben da drüben einen Stand, den können Sie sich leider nicht anschauen, aber alle, die hier sind, sollten danach einmal vorbeigehen. Ja, und dieser Verein hat sich als Motto gegeben, Innovation für Inklusion. Und Sie haben damit auch den Aktion Mensch Hackathon gewonnen. Und wenn Sie jetzt sich fragen, warum heißen die Birne, ich bin fruchtzuckerintolerant, das ist tatsächlich nur ein Akronym und steht für Barrierefreiheit, Inklusion, Realität, Nähe und Ergebnisse. Und die 7 steht für die 7 Freunde, die das Ganze gegründet haben. Ja, also schauen Sie nachher bei denen vorbei. Und jetzt freue ich mich auf Sebastian Schroth, der ist Mediziningenieur und Geschäftsführer dieses Vereins.
Und Maximilian Reimann, der ist Medizintechniker und er hat sich auf die Fahne geschrieben, dass er mit, wie er sagt, ein paar Zeilen Code das Leben von vielen Menschen besser machen kann. Und außerdem freuen Sie sich jetzt bitte noch auf Claudio Leverenz, der ist Wirtschaftsinformatiker und Geschäftsführer von Munevo. Munevo ist wieder ein Akronym, steht für Munich New Innovation and Evolution. Und er hat einen smarten Rollstuhl entwickelt und den hat er uns mitgebracht. Die drei bitte auf die Bühne und Applaus. Klappt alles? Oder war das das internationale Zeichen für Stecker ziehen? Egal wo. Jetzt klappt's. Super. Wunderbar. Perfekt. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von unserer Seite zum Bayerischen Digitalgipfel im Panel Obst für alle, digitale Innovation für mehr Teilhabe. Wir haben Ihnen heute einige Lösungen mitgebracht, die genau das ermöglichen möchten. Zugänglichkeit schaffen, Teilhabe schaffen. Und auf dem Prinzip basiert auch letzten Endes die Gründungsversion oder Gründungsvision von Birne 7. Ich brauche den Klicker. Jetzt. Ja, perfekt. Wir haben uns 2017 gefunden und haben einige ungelöste Barrieren aufgefunden. Und auf der anderen Seite wachsende Technologiepotenziale, die eben noch nicht gelöst waren. Und auf der Basis haben wir letzten Endes Technologien, Lösungen ermöglichen wollen. Und das machen wir heute, Lösungen ermöglichen. Und 2017 haben wir uns dann gedacht, einfach machen. Und das machen wir heute auch und eins dieser Potenziale, das da angesprochen wurde, hat vermutlich heute jeder bei sich. Smart Devices, Smartphones, eine der großen Innovationstreiber für assistive Technologien. Und wir möchten es an ein paar Beispielen verdeutlichen. Was Sie nun hier sehen zum Beispiel ist eine Applikation, die wir bei Binde 7 entwickeln, zur automatischen Sprachtranskription und Spracherkennung. Und was wir damit möchten, ist niederschwelligen Zugang erreichen für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen. Gerade zu Veranstaltungen im Kulturbereich, Bildungsbereich, aber auch arbeitsrelevante Veranstaltungen, die nicht immer zugänglich sind, weil eben Gebärdendolmetscher fehlen, Transkription fehlt. Und auf dem gleichen Prinzip, auch mit auf künstliche Intelligenz basierend, gibt es eine App, die heißt Envision. Die kann man sich auch runterladen in den Play Store. Und die basiert letzten Endes darauf, auf Mustererkennung. Ja? Dass man beispielsweise, wie jetzt in dem Beispiel, eine Tasse erkennt. Da gibt es viele Möglichkeiten, gerade fehlt der Ton dazu. Da würde jetzt ein Piepton kommen, der den Mensch quasi darauf hinweist, dort ist das Objekt. Genau. Und letzten Endes ermöglicht es viele Szenarien. Es gibt letzten Endes einen Katalog mit vorgefertigten, trainierten Objekten. Aber man kann auch selber Objekte trainieren, auch Gesichter von Freunden, die man dann zum Beispiel in so einem Raum wiedererkennen könnte. Das ist ein bisschen knifflig, aber funktioniert zum Teil. Aber auch Texterkennung für blinde Menschen, dass man sich entsprechend Briefe vorlesen lassen kann von der Applikation. Und für Fälle, wo jetzt KI und maschinelles Lernen noch an Grenzen stößen, gibt es beispielsweise die App Be My Eyes. Die basiert nämlich auf, und das haben wir heute auch schon gehört, auf dem Prinzip Netzwerken, Vernetzung. Ist auch ein großes Potenzial von Digitalisierung. Und was Be My Eyes letzten Endes stark macht, ist, dass es mittlerweile aus über 5 Millionen Menschen weltweit besteht, wo Menschen vernetzt werden. In dem Fall blinde Menschen mit helfenden Menschen. Das Prinzip ist ähnlich. Man kann sich das so vorstellen, dass ein blinder Mensch in eine Alltagssituation kommt, wo es Hilfe braucht, wo der Mensch gerade aktuell bisschen verloren ist in der Situation, zum Beispiel gerade eben haben wir das mit der Tasse gehabt, dass man so Gegenstände findet, aber auch so feiner granulierte Aufgabenstellungen, wo maschinelles Lernen sich sehr schwer tut, zum Beispiel bei der Entscheidung von Kleidern, passen die zusammen, passen die nicht zusammen. Da wird man in dem Fall einen Anruf starten an die Community und 5 Menschen aus der Community würden quasi diesen Anruf bekommen, können den annehmen, meistens dauert das 1 Minute. Wir können nur nahelegen, sich da anzumelden, es geht relativ schnell und ist auch eine sehr, sehr schöne Angelegenheit.
Ein weiteres Projekt von Birne 7 ist der Blindenstock der Zukunft. Der Blindenstock an sich ist nicht sehr innovativ. 1921 wurde der, glaube ich, das letzte Mal innoviert. Hat auch den Grund, der ist einfach perfekt, wie er ist, für den Aufgabenbereich, den er erfüllen soll. Aber letzten Endes gibt es da trotzdem viele Hürden, zum Beispiel gerade bei den Hindernissen, die über Hüfthöhe passieren. Kopfbereich immer gefährdet, zum Beispiel Rolltreppen, die Schrägen haben, also Aufzüge, die Probleme haben oder auch letzten Endes niederhängende Äste, Baustellenschilder, LKW-Laderampen, da gibt es viele unzählige Beispiele, die dafür Verletzungen sorgen. Und was wir machen möchten, ist genau diesen Bereich abdecken. Und wir haben mit der FAU in Erlangen-Nürnberg dort ein Kooperationsprojekt gestartet, was letzten Endes einen Blindenrucksack, wo wir einen Blindenrucksack entwickeln mit Sensorik, die quasi alles, was über Hüfthöhe passiert, detektiert und dem Menschen letzten Endes über Vibration und auditives Feedback Rückmeldungen gibt, wo sich Hindernisse befinden, dass man sowas umgehen kann. Und wir haben auf der rechten Seite da ein Beispiel, zum Beispiel auch offene Fenster, wo das quasi detektiert wird. Und das ist ein weiteres unserer Projekte. Und jetzt beim Projekt Museum Inklusiv, da würde ich an den Maximilian Reimann weitergeben. Genau, vielen lieben Dank, Sebastian. Eines der Projekte, die wir bei Birne 7 seit dem Anfang angehen, ist die Schaffung von mehr Inklusion in Museen. Es ist derzeit so, dass wenn Besucher mit Seheinschränkungen in ein Museum gehen, dann bekommen sie oft einen Audioguide in die Hand gegeben. Die bieten auch Informationen über die Geschichten von Exponaten, aber können oft nicht so gut die Form, die Haptik oder das Material von Exponaten wiedergeben. Eine Lösung dafür wäre natürlich, den Leuten die Exponate in die Hand zu geben, aber das geht natürlich nicht mit jedem Exponat. Und diese Barriere anzugehen, das ist ein Ziel von Birne 7. Und unser Vorschlag dafür ist, wir wollen, dass in Museen mehr Exponate zuerst mit einem 3D-Scanner eingescannt werden, wie man hier auf der linken Seite sehen kann. Im nächsten Schritt können diese einzelnen Scans dann zu einer Datei zusammengefügt werden, nachbearbeitet werden und für einen 3D-Druck vorbereitet werden. Und als letztes eben kann man das Ganze mit einem handelsüblichen 3D-Drucker ausdrucken und hat dabei eben sogar noch die Möglichkeit, durch verschiedene Druckverfahren und Methoden, Nachbearbeitungsmethoden, Haptiken wie von Holz, Stein und Metall nachzuahmen. Und mit Hilfe von dieser günstigen Replizierungsmethode erhoffen wir uns, dass immer mehr Museen die Möglichkeit haben, ihre Exponate einzuscannen, zu digitalisieren und dann auch wieder auszudrucken. Und somit können immer mehr Leute wirklich auch alle Exponate in der Ausstellung anschauen. Wir erproben das ganze Verfahren gerade mit verschiedenen Museen in Bayern, unter anderem in Würzburg und in Erlangen. Und wir wären super froh, wenn das wirklich auch den Weg ein bisschen mehr in die alle Museen in Bayern und auch deutschlandweit findet. Genau, und mit diesem Projekt möchte ich weitergeben an Claudio von Munevo. Vielen Dank. Hallo zusammen. Ich denke, wir werden das nicht ganz hinbekommen, was ich vorhabe mit der Vorstellung, aber ich improvisiere einfach mal. Schauen wir mal. Kann man da kurz auf Play drücken? Perfekt, vielen Dank. Hallo, mein Name ist Claudio Leverenz und ich bin CEO und Co-Founder von der Munevo. Wir entwickeln assistive Technologien auf Basis von Smart Glasses, also eigentlich Datenbrillen. Und so schaut aktuell die Lösungslandschaft aus, wenn jemand nicht mehr seine eigenen Hände benutzen kann oder auf irgendeine Art und Weise nicht mehr den Joystick vom Rollstuhl benutzen kann. Das kann aufgrund von Multiple Sklerose sein, Querschnittsverletzungen oder eben auch anderen muskulären Erkrankungen wie ALS. Und wie man hier schon sieht, die ganzen Lösungen sind eigentlich noch nicht wirklich digitalisiert, sondern sind eigentlich alles mechanische Lösungen, die teilweise stigmatisierend sind, aber sich auch wirklich sehr schwer anpassen lassen. Und das ist Dirk, das ist jemand, den wir 2018 hier in München während unserer klinischen Studie kennengelernt haben. Dirk leidet an Multipler Sklerose und irgendwann wird er eben nicht mehr in der Lage sein, seinen Rollstuhl eigenständig zu steuern oder eben nur mit diesen eingeschränkten Lösungen, die wirklich ja, nicht mehr das heutige Status quo von der Technologie darstellen. Und die Lösung, die wir entwickelt haben, ist Munevo Drive und es ist die weltweit erste digitale Lösung basierend auf Smart Glasses
Und das Ganze ist seit 2019 bereits ein zugelassenes Medizinprodukt, das zu 100% auch bereits von den Krankenkassen in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern erstattet wird. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich, aber es basiert, wie gesagt, auf dieser Brille, worüber Sensoren sind. Und diese Sensoren erfassen die Kopfbewegungen. Die erfassten Kopfbewegungen senden wir dann an einen kleinen Adapter, den wir innerhalb von einer Minute an eigentlich jeden herkömmlichen Rollstuhl anschließen können. Und dann kann man die Brille auf seine Bedürfnisse kalibrieren, was vorher auch so noch nicht möglich gewesen ist. Das heißt, die Brille wächst auch mit einem mit und passt sich an die Bedürfnisse der Menschen an. Wir haben da auch noch quasi weitergedacht und haben im Prinzip eine Plattform entwickelt. Man kann nämlich nicht nur den Rollstuhl jetzt mittlerweile steuern, sondern wir gehen einen Schritt weiter und verbinden die Brille zum Handy, zum Computer, zum Smart Home, dass man darüber auch den Fernseher oder die Lichter an- und aussteuern kann. Und man bekommt von der Brille immer wieder auch Feedback. Man sieht es in dem Display, was ich gleich zeigen werde, aber man bekommt auch über ein Audiosignal immer wieder gesagt, wo man sich gerade befindet. Das heißt, die Nutzer finden sich sehr schnell zurecht. Und da es jetzt quasi nicht über den großen Bildschirm geht, nehme ich einfach kurz mein Handy her und zeige euch mal, wie das jetzt quasi in dem Display ausschauen würde. Es ist jetzt sehr klein für die hinten, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Es ist ein kleines orangenes Schloss. Das bedeutet, die Brille ist aktuell gesperrt und reagiert nicht auf meine Kopfbewegungen. Und wenn ich sie entsperren möchte, muss ich einfach meinen Kopf 3 Sekunden nach links neigen. Und jetzt ist quasi die Brille gesperrt. Und sie reagiert jetzt quasi schon auf meine Kopfbewegungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach links oder nach rechts gehen möchte, muss ich einfach nach links oder nach rechts gehen und zum Beispiel zur Lautstärke zu gehen. Und ihr hört es jetzt leider nicht, aber ihr könnt es gerne später nochmal ausprobieren. Und hier kann ich nicht mehr weiter ins Menü rein. Ich muss quasi einmal nach oben, gehe jetzt quasi zum Fahren. Ups. Und hier im Fahren muss ich mich einmal noch verbinden mit dem Adapter. Die Verbindung wird kabellos über Bluetooth hergestellt. Das ist eine gesicherte Verbindung. Und dann kann ich den Rollstuhl steuern, sobald sie sich verbinden. Und hier muss ich noch auf den Programm umstellen. Genau, und wenn ich jetzt meinen Kopf wieder neige, kann ich den Rollstuhl quasi in die entsprechende Richtung steuern, links, rechts. Wenn ich vorwärts fahren möchte, muss ich einmal den Kopf nach oben langsam neigen und das kann ich auch proportional machen und dann kann ich das Ganze kombinieren. Und die Brille hat bestimmte Sensoriken eingebaut, sodass die auf die verschiedenen Kopfbewegungen reagiert. Das heißt, wenn man sich mal erschrickt, mal niesen muss, dann passiert da nichts. Wenn man draußen herumfährt, genau, dann sind da gewisse Algorithmen drin, die das Ganze herausfiltern können. Das war's im Prinzip. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich unglaublich faszinierend. Und das Tolle ist, Sie können es alle mal ausprobieren, weil ich glaube, auch wenn man, sollten Sie wirklich die Gelegenheit nutzen, wenn man jetzt keine Einschränkungen hat, dann ist es, glaube ich, sehr empathiefördernd, wenn man mal eintaucht in den Alltag von Menschen, die damit täglich umgehen müssen. Also auf jeden Fall Horizont erweitern. Bitte noch mal einen ganz großen Applaus für Birne 7 und für Monevo. Ja, die meisten Städte, Gemeinden oder auch öffentlichen Gebäude, die haben da wirklich noch Nachholbedarf, was die Barrierefreiheit angeht. Und wir haben gesehen, digitale Technik kann da unglaublich helfen. Wir möchten da jetzt aber noch weitergehen und deswegen freue ich mich jetzt hier in der nächsten Talkrunde auf Dennis Bruder, der ist fürs Social Marketing und für die Website zuständig von der Stiftung Pfennigparade. Online Marketing, bitte einen Applaus für Dennis Bruder. Die Pfennigparade, bis der Dennis da ist, wollte ich übrigens auch noch mal erwähnen, dass die in den 50ern übrigens als Bürgerbewegung gegründet wurde, und zwar im Rahmen der Polio-Epidemie. Und da möchte ich auch noch mal sagen, dass man dagegen impfen kann und dass das schon Wahnsinn ist, also gegen was man sich heute impfen lassen kann. Und das sollte man einfach doch wahrnehmen, ohne jetzt Werbung zu machen dafür. Guten Tag, Herr Bruder. Außerdem freuen wir uns auf Oliver Hengstenberg, Geschäftsführer, da ist er, von Tripster. Bitte einen Applaus.
jetzt frage ich Sie mal beide, was von den eben gesehen vom digitalen Blindenstock, von der Rollstuhlsteuerung, was hat Sie jetzt da am meisten inspiriert gerade und was bewundern Sie? Vielleicht fangen wir bei Herrn Bruder an. So aus ganz persönlichem Anlass ist das natürlich, was Monevo macht. Ein sehr praktisches Produkt. Ich habe das auch schon selber testen dürfen. Und es ist tatsächlich so, also es ist ein ähnliches Konzept zu dem, was ich selber fahre, hat aber nochmal so diese zusätzlichen Integrationen der Smart Glasses. Also man kann da nochmal eine ganze Stufe weitergehen, eben in Verbindung mit einer Handybedienung und Computerbedienung und wahrscheinlich auch noch Smart Home, was noch alles kommen wird. Das ist schon einfach ein Wahnsinn, was man inzwischen alles ineinander integrieren kann. Und das ist eigentlich was, was mich persönlich auch total bereichert im Alltag. Das heißt, Sie wären da jetzt schon ein potenzieller Kunde, oder? Ich bin genau der Kunde. Genau. Wie sieht es denn aus bei Ihnen, Herr Hengstenberg? Was hat Sie jetzt am meisten beeindruckt? Ist bei mir recht einfach, meine Tante ist blind. Hallo Piri. Und also ich finde das großartig, die Möglichkeiten. Also mit der Piri, seitdem das iPhone draußen ist, das hat so viel Innovation gebracht, diese Technologie, dass ich mit ihr über das iPhone allein vor 10 Jahren schon hatte, so viele Möglichkeiten gebracht und was die Chancen von Technologie sind. Und also ich finde das echt Kudos, großartig. Also Querbeat finde ich alles ziemlich genial, was die da so machen. Jetzt fehlt gerade eine Einblendung, weil ich wollte eine Sache zeigen, auf der anderen Seite, welcher die Games-Branche hier vertreten darf, was dann die andere Seite bedeutet, weil sich in die Person reinzuversetzen, die jetzt nicht sieht. Bei mir ist das jetzt, ich bin da näher dran, aber das ist nicht selbstverständlich. Und hier ist zum Beispiel links oben ein Beispiel von einem Spiel, das kann jeder ausprobieren und mal versuchen, mit verschiedenen Seheinschränkungen am Bahnhof sich zurechtzufinden. Es ist wirklich außergewöhnlich. Das heißt, Sie sind jetzt aber noch gar nicht richtig erwähnt. Was machen Sie genau bei Cribster? Ich bin Geschäftsführer, wir machen pädagogische, edukative Spiele und sind aktiv in der Medienbildung und auch in Forschungsprojekten. Und auf der anderen Seite ein anderes Standbein ist Hardcore-IT, also bekannte Apps, die Sie nutzen, da war ich wahrscheinlich mit dabei, auch bei IT-Security. Hardcore-IT klingt fast wie ein Fetisch, sehr interessant, aber was kann, das haben wir gerade gesehen, dass die Games-Branche ja auch, also Sie treten auch extra für an und sind dafür am Start, dass man Spiele entwickelt, genau das, was ich gesagt habe, probieren Sie alle mal aus, was da drüben gibt am Stand von Birne 7, dass man mehr sich hineinversetzen kann in die Lebenssituation von anderen. Nennen Sie doch mal ein konkretes Beispiel. Also verschiedene, also das geht jetzt über Gamified, würde ich das, den Rahmen ein bisschen größer spannen, Gamified-Lösungen, auch Gamified-Tools zu bringen. Das sind dann so Sachen wie zum Beispiel der Flimmo, das ist jetzt mehr eine Anwendung, bei dem es darum geht, dass andere Medienbereiche mit eingeschlossen werden. Wo es dann auf einmal um Streaming geht, um YouTube und Themen, die man davor von Öffentlich-Rechtlichen schwierig anfassen wollte, aber die auch offensiv als Kommunikation mit angehen muss. Herr Bruder, wie ist denn das bei Ihnen? Sind Sie Computerspiel, ist das für Sie ein Thema? Für mich persönlich tatsächlich nicht, aber es gibt ganz viele in meinem Umkreis, die sehr, sehr computerspielaffin sind, also gerade in dem Arbeitsbereich, auch wo ich selber arbeite, sind ganz viele Muskeldystrophiker, die auch kaum Handfunktionen haben, aber die trotzdem begeisterte Gamer sind. Und wir haben auch mal eine Kooperation gehabt mit Microsoft, die ja diesen Adaptive Controller haben. Und dort kann man auch, also ohne da Werbung zu machen, aber dort kann man echt, wenn man individualisieren will, wahnsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten vornehmen, um dann eben Leute zum Gaming zu bringen. Und das Tolle ist daran irgendwie, da sieht man mal, wie grenzenlos eigentlich das Digitale ist. So, wenn man als schwer Körperbehinderter irgendwie Sport machen will, dann hat man da ein Problem. Aber so im Digitalen kannst du halt FIFA spielen und kannst das mit jedem auf der Welt und auch mit uneingeschränkten Leuten machen, wenn man eben den Zugang dazu hat. Und das ist das Entscheidende. Genau, was ist denn entscheidend für den Zugang? Das Entscheidende für den Zugang sind natürlich einerseits die Hilfsmittel, die wir gesehen haben, aber vor allem sind es auch Standards. Also es müssen einfach Standards geschaffen sein, um überhaupt mit solchen Endgeräten dann reinzukommen in die digitale Welt und ins Internet. Und dafür gibt es einfach ein internationales Regelwerk und daran kann man sich auch als Programmierer dann orientieren. Also wenn ich irgendwas erstellen will, dann gibt es einfach Regeln, an die ich mich halten kann, die international standardisiert sind. Und dann kann man eben allen möglichen Menschen Zugänglichkeit gewährleisten, egal welche Einschränkungen man hat. Was leistet denn die Pfennigparade für die digitale Barrierefreiheit und digitale Teilhabe?
Naja, wir sind einerseits seit vielen Jahren, haben wir ein Tester-Team auf digitale Barrierefreiheit aufgebaut, auch in der Werkstatt der Stiftung Pfennigparade und sind auch Beratungsstelle für digitale Barrierefreiheit in Bayern. Und was wir jetzt auch noch machen, ist also dort einerseits natürlich erstmal so Grundlageninformationen über digitale Barrierefreiheit zu liefern und wir bauen jetzt auch noch ein sogenanntes Testlabor für Barrierefreiheit auf und da versuchen wir eben noch ein bisschen weiter zu gehen und zwar auch in Richtung Usability-Test mehr zu gehen. Das heißt eben über diese Standards, die ja bekannt sind, die auch gesetzt sind, rauszugehen und zu sagen, okay, was ist denn der konkrete Anwendungsfall und wo gibt es darüber hinaus noch Probleme? Und der große Vorteil, den wir in der Pfennigparade haben, ist eben, dass wir so viele Behinderungsbilder haben, die wir alle mit integrieren können in solche Use Cases. Also wir haben blinde Menschen, wir haben Leute mit kognitiver Einschränkung, wir haben Menschen mit Autismus und die können wir alle in diesem Testerteam mit reinwerfen und dort verschiedene Arten von Produkten testen, sei es Software, aber sei es auch, ich meine, es gibt jetzt demnächst den European Accessibility Act, also das über den Namen stolper ich immer, genau, der dann eben auch in Richtung Privatwirtschaft und andere Endgeräte geht, wie zum Beispiel, wie wird ein Bankomat barrierefrei? Darüber macht man sich ja auch keine Gedanken normalerweise, aber dass man darauf auf Zugriff hat. Was können Sie denn, Herr Hengstberg, als Spieleentwickler tun? Das fängt eigentlich schon beim Projektstart, bei der Idee an, wenn man eine Firma gründet, inklusive Teams zu bilden. Herr Bruder hat schon angewähnt, die Entwicklungstools selbst bringen schon Unterstützung mit dabei, dann in die Narration, in Storywriting hoch inklusiv zu sein, am besten aus dem Team heraus und dann authentisch die Themen selbstverständlich darzustellen und inklusiv zu sein. Da hätte ich jetzt nochmal einen Einblender auch dazu, weil auf der anderen Seite ist es das eine, wo man das ja natürlich integriert in die Games und repräsentiert. Und auf der anderen Seite haben wir noch den Förderbereich, in dem wir tatsächlich dann Aufklärungsarbeit leisten, Forschung betreiben und die Dinge nachvollziehbar machen, spielerisch darstellen. Und da haben wir von Gentle Trolls ein Spiel, das heißt Unstoppables, zum Beispiel, und da kann man ganz gut dann in eine Gruppe einsteigen, die dann mit verschiedenen Behinderungen Probleme zu lösen zu haben, um da dann auch wieder Empathie zu entwickeln, das zu verstehen, da reinzurutschen und auch zu sehen, wie wichtig das ist. Ja, wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Das kam jetzt überraschend, weil die Zeit tatsächlich drängt. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich, Oliver Hengstenberg und Herr Bruder. Vielen Dank. Und ich darf jetzt nochmal unsere Gastgeberin, Frau Gerlach, Frau Staatsministerin Gerlach, auf die Bühne bitten. Ja, wir haben dafür genügend Zeit. Jetzt haben wir ja am Eingang, glaube ich, tatsächlich eine Art Wolke gehabt oder eine Umfrage. Wie heißt es, das habe ich mal aufgeschrieben, weil das hatte ich noch nie gehört, ein Meinometer. Ja, wir haben die Leute gefragt, ne, was sie über digitale Teilhabe oder was sie damit verbinden, ne? Ah, wir haben den Hackathon-Karrierepfeil noch, Entschuldigung. Ah, bin ich ja zu früh? Ja, nee, ich habe Sie zu früh geholt. Genau. Ja, macht ja nichts, ich bleibe jetzt einfach hier. Bleiben wir da, aber Sie können mir gleich was... Ich habe den Hackathon ja mitgemacht, mehr oder Sie weniger. Haben ihn, ja, Sie haben beides gemacht. Es gab so zwei Projekte, zum einen den Hackathon-Code barrierefrei und zum anderen den Bayerischen Digitalpreis Digital. Das heißt, beim Hackathon haben Sie Spieleentwickler geholt oder Softwareentwickler mit Menschen mit Einschränkungen zu beigebracht. Also im Prinzip gerade das, was wir jetzt hier hatten. Genau, und die Menschen zusammenzubringen und zu schauen, welche Lösungen haben wir denn, wo sind genau, die Ideen, was sind die wo sind die Bedürfnisse, was sind genau die Lösungen. Genau. Und da haben wir einen kleinen Clip dazu mit einem Moodboard in Bewegtbild. Bleiben Sie gleich da. Okay. Herzlich willkommen beim Hackathon Code barrierefrei. Access for All ist unser Motto. Spielen. Dankeschön, Herr Dika. Frau Gerlach, wie schwierig war das für Sie, da Preisträger zu küren? Total schwierig, weil man natürlich keinen benachteiligen will und sich alle Mühe gegeben haben.
und im Grunde genommen für jede Lösung ein Problem da ist. Also es wird alles gebraucht. Es ist total schwierig, da jetzt zu sagen, irgendwie war die Besseren. Trotzdem mussten wir auswählen. Ich bin aber froh, dass es so viele Lösungen gab. Ja, hätte ja auch sein können, dass irgendwie nur einer um die Ecke kommt, der sagt, ich habe da irgendwas und es wäre so eine Verlegenheitslösung. Das war nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Es ging auch darum, danach noch ein bisschen weiter daran zu basteln und das war im Grunde genommen das Spannende. Jetzt haben wir zwei Preisträger da, Nathalie Wiedmann und ihr Wortbert und Zishong Li mit seiner Wheel-App. Die bitten wir rauf, wir gehen hinunter. Dankeschön. In Deutschland haben wir folgende Situation. Sehr viele Menschen können geschriebene Sätze nicht verstehen. Fakt ist, 6,2 Millionen Erwachsene sind auf leichte Sprache angewiesen. Hinzu kommen Kinder, Senioren oder Menschen, die gerade erst Deutsch lernen. Und generell gilt, wir alle profitieren von leichter Sprache. Das Problem, die meisten Informationen online stehen nicht in leichter Sprache zur Verfügung. Einfach, weil es sehr aufwendig ist. Und genau da setzt unsere Idee vom Hackathon Code Barrierefrei an. Wir entwickeln Wortbert. Wortbert erklärt Wörter in leichter Sprache. Und zwar alle Wörter und auf jeder Webseite. Dafür nutzen wir neueste Machine Learning Technologie und ein Open Source Browser Plugin. GPT-3 ist ein Sprachmodell, das es ermöglicht, mit relativ wenig Trainingsdaten Erklärungen in leichter Sprache zu generieren. Noch ein rechtlicher Hinweis, OpenAI hat die Anwendung noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Wir dürfen sie hier aber beim Digitalgipfel demonstrieren. Und das machen wir jetzt auch. Hier sehen Sie jetzt ein Video. Das ist die Webseite des Digitalgipfels und den Prototyp, den wir entwickelt haben am Hackathon. Sie sehen den Mauscursor, wie er über die Wörter, wenn er über Wörtern stehen bleibt, dann werden die in leichter Sprache erklärt. Zum Beispiel steht da Digitalisierung. Das ist ein Prozess, bei dem papiergeführte Dokumente und Aufgaben durch Computer ersetzt werden. Dieser Prozess ist erst seit einigen Jahren im vollen Gange. Oder Gesellschaft. Eine Gesellschaft ist eine Gruppe von Menschen. Diese Menschen sind nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Das ist unser Prototyp. Wortbert muss allerdings noch viel lernen. Zum Beispiel grammatikalisch korrekte Sätze bilden, aber auch immer präzise und verlässliche Erklärungen zur Verfügung zu stellen und das bei unterschiedlichen Themen. Aber wir möchten auch weiterdenken. Wir möchten nicht nur Wörter erklären, sondern wir möchten auch ganze Artikel oder Texte in leichte Sprache übersetzen. Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Inhalte mit Wortbert allen Menschen zugänglich machen. Dankeschön. Also. Vielen herzlichen Dank, Nathalie Wiedmann. Und jetzt freuen wir uns auf Zishong Li mit der Wheel-App. Und oben rechts ist die Uhr, die läuft. Apply some pressure. Ja, man hört mich, gut. Warte noch kurz, bis die Präsentation rauskommt. Gut. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Zhong und ich habe die Ehre, unser Projekt Wheel-App vorzustellen. Stellen wir uns folgendes Szenario vor. Wir sitzen im Rollstuhl und möchten von A nach B kommen. Kleine Hindernisse, die hier in den Bildern dargestellt sind, werden plötzlich unüberwindbar. In unserem digitalen Zeitalter haben selbst wir Schwierigkeiten beim Navigieren wegen der großen Informationsmenge. Daher verwenden wir digitale Werkzeuge wie zum Beispiel in Google Maps. Aber sind solche Tools auch praktisch für Rollstuhlfahrer? Google hat tatsächlich eine Lösung für Rollstuhlfahrer entwickelt, aber vom Design und Informationsgehalt hier ist das eigentlich identisch mit der Lösung für Fußgänger. Da fehlt einfach viel Information. Eine andere Lösung bietet die Sozialhelden unter dem Namen Wheelmap an. Die fokussiert aber hauptsächlich über die Zugänglichkeit von Laden und Geschäften und werden häufig kritisiert, dass ihre Daten veraltet sind und keinen Navigationsservice anbieten. Aus der oben beide genannten Lösung können wir dann die beiden Probleme festhalten. Und wir wollen mit unserer Projekt View App das Beste aus beide kombinieren und auf die Probleme eingehen und Lösungen finden. Unser Projekt sollte grundsätzlich ein Google Map ähnliches Tool kreieren, die zusätzlich aber noch viele andere Informationen anzeigen. Die oberen 5 Punkte sind Resultaten von Interviews mit Rollstuhlfahrern.
die dann viele Wünsche hatte. Unter anderem fanden wir sehr interessant, dass zum Beispiel die Wegbeschaffenheit eine extrem hohe Priorität hat. Für das zweite Problem, was ich eben genannt habe, haben wir auch eine Lösung entwickelt. Für zum Beispiel in der Wegbeschaffenheit haben wir eine beschleunigungssensorbasierte Heuristik entwickelt, die klar zwischen verschiedenen Bodenbelägen differenzieren. Und zusammen verknüpft mit GPS-Daten können wir existierende Karten durch tagesaktuelle Daten verbessern und somit eine zuverlässige Navigationsservice bieten. Damit bin ich fertig. Vielen Dank. Sie jonglieren. Den nehmen Sie mit. Ich glaube, er hat heimlich geübt. So, und jetzt erinnern wir uns an den Bayerischen Digitalpreis Be Digital. Auch da wurden zahlreiche Preisträger gekürt, und zwar auf Schloss Nymphenburg diesen Sommer, im Frühsommer, im Juni. Und da haben wir auch jetzt diverse Pitches für Sie vorbereitet. Und zwar beginnt, ich glaube, der Vincent. Vincent Puchner aus München und seine App. Aber vorher schauen wir uns noch die Mats an, wie es dort aussah. Ich habe heute die Ehre und ich freue mich sehr darauf, dass ich heute das erste Mal den Bayerischen Digitalpreis Be Digital verleihen darf. Sie haben den goldenen Umschlag dabei, da sind die Ergebnisse so drin. Auf der Leinwand, jetzt schon auf der Bühne, der Vincent Puchner aus München. Ich habe heute ein ganz besonderes Projekt für Sie, eine App für Gebärdensprache. Wir wollen es möglich machen, mit Signe Gebärdensprache zu Text und Text zu Gebärdensprache zu versetzen. Wie bin ich darauf gekommen? Nach meinem Abitur habe ich ehrenamtlich in der Pflege gearbeitet und sehr schnell festgestellt, dass eine große Kommunikationsbarriere zwischen gehörlosen Menschen und Menschen, die keine Gebärdensprache sprechen, besteht. Wir hatten auch einen Vorfall in der Einrichtung, als ein Bewohner versuchte, einen Bus zu erwischen und Schwierigkeiten mit dem Busplan hatte. Als er versuchte, Passanten anzusprechen, konnten diese ihn nicht verstehen. Daraufhin folgte ein Wutausbruch der Verzweiflung. Dies ist kein Einzelfall. Deshalb wollen wir alle gehörlosen Menschen unterstützen bei alltäglichen Kommunikationsbarrieren. Unser Zielmarkt sind vor allem im privaten und öffentlichen Bereich zu finden, aber auch im Business und im medizinischen Bereich. So kommt es auch dazu, dass wir unsere KI bereits jetzt schon in der Entwicklung haben, weil eine sehr große Nachfrage besteht, die KI für die Übersetzung von Gebärdensprache zu Audio und Audio zu Gebärdensprache. Unser Ziel ist es auch langfristig, längere Kommunikation möglich zu machen zwischen zwei App-Benutzern. Wir haben bereits eine ausführliche Konkurrenzanalyse betrieben und festgestellt, dass kein Vergleichsprodukt auf dem Markt existiert. So können wir zusammen alle digitale Freiheit eigentlich schaffen, ein neues digitales Zusammenhalt finden und eine Barrieren abbauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie noch Fragen haben bezüglich der App, ist leider sehr wenig Zeit, bitte kontaktieren Sie uns einfach, es etwas komplexer darzustellen. Vielen Dank. Sehr elegant gelöst, Vincent Puchner und Signe. Ja, und wir haben noch ein tolles Projekt und dafür ist jetzt Tifia Kanakasa-Besan aus Nürnberg da und ihr Aelius-Förderwerk-Mentoring-Programm. Bitte schön, ein Applaus für Tifia. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Tivia Kanakasa-Besan und ich vertrete heute unseren Gründer und Vorstandsvorsitzenden Sagidian Surendra, den Sie in dem Video vielleicht schon gesehen haben. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute Abend das Aelius-Förderwerk vorstellen darf. Aelius wurde 2017 gegründet und setzt sich für Schüler und Schülerinnen aus sozioökonomisch benachteiligten Haushalten ein, damit sie ihren Bildungsweg unabhängig von finanziellen und sozialen Verhältnissen gestalten können. Was besonders wichtig ist, ist, dass Aelius aus mittlerweile 170 Ehrenamtlichen besteht und wir gemeinsam mit zwei Hauptamtlichen auch noch bundesweit verteilt sind, in insgesamt 8 Regionalgruppen. Und 4 davon befinden sich davon natürlich auch in Bayern. Ja,
digitale Teilhabe, der Grund, wieso wir alle heute Abend hier sind. Schüler und Schülerinnen hat das besonders sehr getroffen. Einige mussten sich überlegen, wie komme ich in den Zoom-Call rein, wie lade ich meine Hausaufgaben hoch, wie mache ich meine Hausaufgaben digital überhaupt, während sich andere überlegen mussten, wo ist denn der Computer, habe ich überhaupt die digitalen Mittel, um meine Hausaufgaben überhaupt zu machen, um am Unterricht überhaupt teilnehmen zu können. Deswegen hat Aelius Anfang der Corona-Pandemie die Laptop-Spendenaktion eingeführt, um eben diesen Schülerinnen und Schülern ebenfalls die Teilhabe an der Bildung zu ermöglichen. Zudem wurde eine Online-Lernhilfe für Abschlussjahrgänge und eine Online-Nachhilfe für Schüler und Schülerinnen aller Jahrgangsstufen eingerichtet. Neben diesem ganzen Programm haben wir ebenfalls noch Lehrkräften geholfen, indem wir kostenlose IT-Schulungen im Rahmen des Projekts Tech for School eingeführt haben. Neben dem Ganzen haben unsere Ehrenamtlichen sich nochmal zusammengerissen und eine Blogreihe namens Alernius und dazu eben noch einen Bildungspodcast Bildung verbindet eingeführt. Das war's auch schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tivia. Ja, herzlichen Dank. Ich muss wirklich nochmal um Applaus bitten für diesen Spirit und für diese vielen tollen Ideen und Projekte und für diese unglaubliche Motivation. Das macht Hoffnung, dass die nächste Generation noch alles besser macht. Vorstufe zum Paradies. Noch bitte Applaus. So. Frau Staatsministerin Gerlach, jetzt darf ich Sie doch mal hinauf bitten zur Abschlussrunde. Und zwar haben wir ja mit dem Metimeter eine große Cloud erzeugt, was den Menschen eingefallen ist zu diesem Thema der digitalen Teilhabe. Und da habe ich jetzt ganz groß gesehen, also Chancengerechtigkeit ist ein großes Thema, dass Technik zugänglich ist, Flexibilität, Inklusion, dort partizipieren, menschenzentriert kommt auch immer vor. Was ist Ihnen jetzt wichtig nach diesem riesigen Programm heute? Die Menschenzentriertheit, das letzte passt eigentlich extrem gut, weil sich darum alles dreht. Und so sehen wir darüber hinaus, über das Thema Teilhabe hinaus, die Digitalisierung ja auch. Mir ist es so wichtig, dass wir das nicht als Selbstzweck sehen, dass wir Digitalisierung nicht übergestülpt sehen von irgendjemandem, der jetzt sagt, ihr müsst halt jetzt digital sein, sondern dass es darum wirklich geht, das sinnvoll einzusetzen. Es ist noch nicht mal in jedem Bereich sinnvoll, beziehungsweise noch nicht so anwendbar, dass es wirklich dann einen Nutzen hat für den jeweiligen Menschen, vielleicht auch, der eine Einschränkung hat, da aber weiter dran zu bleiben und es fokussiert auf den Menschen auszurichten, den Menschen in den Mittelpunkt der Digitalisierung zu stellen. Das betrifft die Teilhabe, das betrifft aber unsere Arbeiten im Digitalministerium im Allgemeinen und ist mir persönlich ganz wichtig. Mhm. Haben wir heute viele tolle Projekte kennengelernt. Ich danke Ihnen recht herzlich für den Bayerischen Digitalgipfel und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich für alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank. Applaus